Hallo und herzlich willkommen zu Station Flow, dem neuen Mega-Let's Play auf Rocket Beans TV. An meiner Seite der fantastische Flo und den Will. Mein Name ist Fabian Krane und wir steigen jetzt ein. Fabian, es gibt verschiedene Zeitrechnungen. Verschiedene Kulturen rechnen auf unterschiedliche Arten die Zeit. Manche rechnen nach Jahren, Monaten, nach verschiedenen Tieren. Meine ganz persönliche Zeitrechnung ist, welches Spiel spiele ich gerade mit Fabian Krane? Ja. Wenn mich jemand fragt, sag mal, wann war eigentlich noch mal diese Gamescom, sage ich, ah, das müsste während Minimetro gewesen sein. So. Und jetzt, hier und heute, beginnt ein neues Zeitalter, eine neue Epoche. Wir haben Minimetro hinter uns, wir haben Mini-Motorways hinter uns und jetzt beginnt eine neue Ära mit Station Flow. Also wir fließen so ein bisschen aus dem Schema raus. Mini-Metro, Mini-Motorways, Station Flow. Danach spielen wir Tekken. Also je nachdem, was passiert. Ja, genau. Und die Leute werden später ja auch sagen, ja, wenn sie die Chronisten, sage ich mal, der Zeit werden, sagen, die die Biografie von Flo und ihn will oder von mir. In Kapitel unterteilen. Unterteilen in Mini-Metro, Mini-Motorways und Station Flow. Und auch ihr solltet das tun. Also wenn euch eure Lehrerinnen oder Lehrer fragen, wenn euch eure Professoren fragen, in was für einer Zeit lebst du? Da sagst du, ich lebe in der Station Flow-Zeit. Genau, dieses Corona, das war, glaube ich, so zwischen Mini Motorways und Station Flow, war das so grob angesiedelt. Ja. Es ist ein neues Spiel. Wir werden uns nicht ganz auf neues Gebiet wagen inhaltlich, denn es geht um das Ordnen von Menschenmassen unter der Erde bei einem U-Bahn-System. Das heißt, wir haben wieder das Bahnerherz, schlägt wieder auf, darf nochmal aufbrechen nach der Schockstarre, nach Mini-Metro. Es geht wieder in die U-Bahn. Es geht in die U-Bahn, aber wir organisieren diesmal keine U-Bahn, wir bauen keine Strecken, wir bauen keine Bahnhöfe. Oder vielleicht doch, wir sind nämlich in der U-Bahn-Station und müssen rausfinden, was denn gute Laufwege sind, was eine gute Beschilderung ist. Ja. Was brauchen die Leute? Wohin wollen die? Oh, Bahngleis, wo ist es? Bahngleis 2, S-Bahn, U-Bahn, rechts, Fernverkehr, wo muss ich überhaupt hin? Genau. Das sind Fragen, die betreffen uns alle. Genau, weil es geht ja nichts, also jeder kennt diese Situation, man ist schon viel zu spät dran und fährt mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof, um den ICE 2029 nach Essen Hauptbahnhof zu bekommen und man ist viel zu spät und muss rennen und natürlich hat man nicht im Kopf, auf welchem Gleis das alles ist, aber man muss ja natürlich möglichst schnell von der U-Bahn-Station aufs Gleis des Fernverkehrs und wenn man sich da erst groß noch umorientieren muss, wenn man da noch gucken muss, wo finde ich denn das Gleis, dann ist alles zu spät. Ich finde, es ist ein faszinierendes Thema, weil wir bewegen uns jetzt natürlich auch in die menschliche Psyche hinein. Ne? Wie funktioniert sowas? Wie funktionieren Menschenmassen? Es ist ja einerseits wie so eine Flüssigkeit, andererseits wie eine sehr irrationale Flüssigkeit, wo einer auch mal schön irgendwie mit seinem Trolley hinter sich quer durch den Gang schneidet und den gesamten Menschenfluss einfach aufhält. Und deswegen, natürlich wird dieses Format auch ein Gefäß sein für Wut. Ja. Wut auf Menschen, die im Weg stehen, auf Kinderwägen, die Scheu ist aber da! Andi! Alter, hat sich gut geschlagen seine erste Woche auf Rocket Beans TV. Dürfte sich direkt mal zu Johanna setzen, da so ein bisschen redaktionelle Aufgaben übernehmen. Finde ich, hat er toll gemacht. Also, er macht sich. Seine erste Aufgabe, erste Woche bei Rocket Beans TV waren alle YouTube-Titel auf Rechtschreibfehler überprüfen. Und hat eine Menge gefunden. Meine Herren! Meine Herren! Ja. Also, ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Ich mag erstmal. Ja, komm, oder? Also, ich meine, wollen wir wirklich schon reinschauen? Ich dachte, dass wir die erste halbe Stunde erstmal mit irgendwas anderes verbringen. Die ersten drei Folgen rühren wir das Spiel nicht an. Ja. Nein. Wir müssen natürlich ran. Vielleicht kannst du direkt mal was zu unserer Aktion sagen heute. Oder nicht? Gut, dann würde ich sagen. Doch. Wir machen eine Aktion. Also, wir rufen einen neuen Hashtag aus. Der neue Hashtag heißt. Weg da. Nein, Platz da. Platz da. Platz da. Jeder kennt die Situation. Ja. Man steigt aus dem ICE aus Zürich aus, man ist völlig außer sich, man hat nur noch 2 Minuten Umsteigezeit, die Bahn-App vibriert schon, es geht nicht voran und dann gehst du die Rolltreppe hoch und dann steht jemand direkt vor dir und guckt und blockiert alles. All diese Leute kennen wir und wir möchten Internetpranger sein für all diese Menschen, die im Weg stehen und alles aufhalten. Natürlich, wir sind ein datenschutzsensibles Format, das muss hier ganz klar sein.
Sämtliche Sünder werden natürlich zensiert, verfremdet und sind nicht wiedererkennt. Ja. Trotzdem möchten wir Sensibilität schaffen für, wo stehst du in der U-Bahn-Haltestelle? Ja. Stehe ich mitten im Weg? Stehe ich an der Seite? Wo kann ich gut stehen? Und ich sehe uns schon auch in 3, 4 Folgen mit so Ordnungsamthüten am Hamburger Hauptbahnhof da mal so ein bisschen klar Schiff machen. Ja. Weil ich glaube, alles, was wir hier lernen, können wir auch auf die echte Welt anwenden. Also, unsere Aktion. Falls ihr Leute im Alltag seht, die einfach dreist im Weg stehen, wo ihr sagt, wie kann ein Mensch so dreist im Weg stehen, dann macht ein Foto geheim, ja, erstmal schön geheimes Foto machen. Das wird verfremdet von uns auf jeden Fall, sodass man nichts mehr erkennen kann. Es geht nicht um die Persönlichkeiten, die das machen, es geht um die Situationen, es geht darum, einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Genau, ich würde aber auch sagen, es müssen nicht nur Menschen sein, es können ja auch, wenn Leute wirklich, wenn du dir denkst, wie dumm wurde das denn gebaut eigentlich? Ja? Keine Ahnung, Papierkörbe, ja, die den Fluss komplett aufhalten. Ja. Natürlich auch gern zensieren, ne? Immer zensieren, dass da überhaupt keine Irritationen auftauchen, aber dann gerne auch mit Hashtag Platz da auf Twitter oder so posten und dann werden wir natürlich darauf aufmerksam. Ich habe mich natürlich im Vorfeld. Aber bitte verfremdet das. Ja. Wir werden, also natürlich unter dem Hashtag, wir werden das natürlich, bevor es in die Sendung kommt, nochmal verfremden, aber bitte auch an euch. Genau. Es geht hier wirklich nicht darum, einzelne Personen zu schämen. Nein. Es kann gut sein, dass wir diese Aktion nach, ja, sagen wir mal, 20 Minuten abbrechen, weil dieser Shitstorm hinterherläuft. Das ist, damit rechnen wir. Ja. Aber wir appellieren dann natürlich an die Zuschauer. Wir wissen, dass wir beide als Duo eine gewisse Art von Zuschauern anziehen. Das sind intelligente Leute, nachsichtige Leute, sensible Leute. Also da haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Ja. Deswegen machen wir uns zwar da gar keine Sorgen, dass jetzt hier jemand irgendwie Persönlichkeitsrechte umgeht, darum geht's nicht. Das kann auch aus weiter Distanz fotografiert sein und so. Also ihr wisst, wie man kein Arschloch ist. Genau, wie man gut verfremdet, benutzt irgendwie ein paar nette Emojis oder so. Keine Ahnung. Ich habe mich im Vorfeld auf die Sendung natürlich vorbereitet und hab mal geguckt, was es denn bereits unter dem Hashtag Platz da so gibt. Ja. Ja, und die Sache ist folgendes. Es gibt einen Menschen auf Twitter, der regelmäßig sehr gut zum Thema Hashtag Platz da Falschparker in Hamburg abfotografiert. Okay. So, und ich finde, das ist mein Lieb. Und er, der macht das sehr freiwillig. Vielleicht können wir diesen PC mal kurz zeigen. Er macht das sehr freiwillig. Er zensiert nämlich immer die Nummernschilder. Super, das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Klasse Typ. Hier ist ziemlich nice, da hat er ein DHL-Fahrzeug abfotografiert. Einmal passabel, einmal voll drauf. Stulle minus Hamburg. Ich würde sagen, nachdem Scheuer so die ersten 3, 4 Male als Gast dabei gewesen war, danach kommt Stulle Hamburg als Gast in dieses Format. Denn es geht um im Weg stehen, sinnvolle Flüsse bilden, sinnvolle Gehwege auch anbieten, Effizienz. Und da gibt es natürlich eine Menge Leute, die das einfach nicht realisieren und im Weg stehen. Ja, definitiv. Aber Stulle Hamburg ist auf jeden Fall, postet da ganz gerne mal, auch in der neuen Fahrradstraße, in der Chemnitzstraße wird gerne wild geparkt. Und so kann aber man halt. Wie gesagt, parken ist jetzt nicht das Hauptziel. Nein, uns geht es natürlich eher darum, auch wir bewegen uns ja natürlich im Untergrund in der U-Bahn, Bahnhofsituation. Platz da. Ja, schön. Jetzt komm rein! Sehr gut! Relaxo, nice! Sehr schön! Perfekt, genau sowas wollen wir haben. Das sind so die Alltagssünder, die einfach im Weg stehen und sagen, kann ich, sorry, Entschuldigung, großartig, fantastisch. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil wir haben eine neue Session, Station Flow aufgemacht. Kleiner Disclaimer, wir haben keine Ahnung. Wir kennen das Spiel nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir haben es ein bisschen angeguckt, aber wir kennen die Regeln nicht. Aber natürlich, glaube ich, werden wir innerhalb von wenigen Folgen eine Enzyklopädie angelegt haben und dieses Spiel im Detail durchdrungen haben. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein. Tutorial, glaube ich, können wir uns schon an der Stelle. Nein, wir machen mal ein Tutorial. Das muss schon sein, damit wir viel lernen für dieses neue Spiel. Es ist ein klassisches Wimmelspiel auf jeden Fall. Und interessant, wir haben hier ein Budget, 10.000 Euro. Das sind schon mehr Elemente, als die wir jemals kennen von anderen Spielen. Mini Motorways und Mini Dingsdums. Also wir haben Geld, okay. Die Elemente müssen geplant werden, bevor sie gebaut werden. Okay. Musik finde ich schon mal gut, oder? Ist das Spielmusik? Ja. Oder hat Regie schon auf Freitagabendmodus? So, die Frage ist, wie kann ich drehen? Also hier kann ich so einen Weg bauen. Ja. Was ist mit Rechtsklick? Nee. Da unten rechts. Planung kannst du sie. Ne, warte.
Während der Planung kannst du die Elemente verschieben und drehen, indem du in Hauptsteuer-Widget ziehst. Okay. Okay, und dann fügen wir die hier an. Und dann kannst du nach rechts ziehen, oder nicht? Okay, das ist so ein bisschen wie Photoshop, dass man das alles so machen kann. Okay. Und dann kannst du mit dem Bau beginnen. Zack, Bau, knackige 476 Euro kostet sowas. Hotkey, Zeit vorspulen, perfekt. Okay. Das Bauen selber baut auch, das ist interessant, das Bauen selber braucht auch Zeit. Ja, das ist Dinge, die man sonst ja nicht wusste. Wir können die Zeit aber auch vorspulen, das finde ich natürlich immer gut. Ja. Okay. Sobald ein Ausgang zur Straße verbunden wurde, wird er deaktiviert. Wenn du fertig bist, kannst du die Deaktivierung aufheben. Deaktivierung aufheben. Und da kommen die Leute schon! Jawohl! Das ist unser erster Mann, du bist ein Guter! Geil! Wieder da drin! Barts einer im Schirm im Koffer in der. Zack! Oh, der ist aber schnell unterwegs. Ja. Oh, die sind unterschiedlich schnell. Stelle Zeichen auf, um die Passagiere zu ihrem Zielausgang zu leiten. Station, Bahnhof, Weg, Verbindungen. Wo kommen Zeichen? Wie mache ich das? Wie komme ich hier in diesen Modus? Wegweiser aufstellen, Hinweispfeil. Station, Signpost. Wegweiser. Okay. Das kommt dahin. Aber jetzt gehen die alle nach draußen, oder was? Ach du Scheiße, das ist ja richtig komplex. Zeichenkonfiguration. Zum Ausgang der Straße weisen lassen. Ja, das ist ja nach oben, oder nicht? Nee, das ist der Eingang, oder? Nein, das ist der Ausgang zur Straße. Okay, wir merken schon, wo das Talent liegt. Und jetzt, go. Kann ich denn nicht zoomen irgendwie? Hotkey C und F. Oh, wir haben richtig viele Hotkeys. Ich würde gerne einfach mal einmal rauszoomen, wenn es geht. Was ist mit dem Rad? Nee. Hier geht gar nichts. Also, wir können jetzt das Schild. Schild wieder einsparen. Okay, Schild. Und jetzt. Ausgang. A1 hier oben. Das ist Ausgang A1. Okay, ja. Und da können wir jetzt einen Wegweiser hinbauen. Ja. Einen zweiten Hinweispfeil hinzufügen. Ziel für einen neuen Pfeil einrichten. Okay. Jetzt wahrscheinlich zum. Ja. Und den wahrscheinlich jetzt zum Bahngleis ziehen. Zu oder? Was? Parkplatz. Nee, Plattform. Geil. Plattform. Plattform ist doch Englisch für Gleis. Du kannst die Kamera mit WASD. Jetzt sind wir da. Jawohl! Jetzt sind wir. Ganz ruhig, Fabian. Jetzt sind ich raste komplett aus, weil es sind einfach Züge, Leute. Es ist nicht geil. Es ist schon geil. Versuche die Kamera ein paar Mal auf und ab zu verschieben. geil! Also doch, das Rad, okay. Mhm. Ach, guck mal, das ist unsere U-Bahn-Haltestelle. Mhm. Mega. Und hier sind so Felsen oder ist das Öl? Nee, das ist wahrscheinlich Gestein. Versuche die Kamera ein paar Mal, aber vor allem, das ist ja dreidimensional auch jetzt. Ja, ne? Ja. Meine Herren, Alter, mit F und C kannst du die Kamera hoch und runter bewegen. Okay. In die verschiedenen Plattformen. Oh, das ist anspruchsvoll. Wir werden ja wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen bauen, die Gänge und so. Ja, Treppe anlegen. Eine Treppe kann zwei Bahnhofsebenen verbinden. Sie können noch bestehende Wege hindurchgehen, sodass ein Loch im Boden entsteht. Okay. Jetzt bauen wir hier mal einen Weg. Und jetzt Straße? Warte mal. Wie geht das jetzt mit der Wolltest Treppe? Du nicht eine Treppe bauen? Ja? Jawohl. Pixelgenau ist das hier. Ja, und jetzt muss aber doch die Plattform noch hinge... Okay. Jawohl! Eine Stunde für eine Treppe? Das ist aber auch sportlich. Das ist sportlich. Eine Stunde für eine Treppe? Das ist schon nicht schlecht. Beschleunigen wir natürlich hier. Zack. Ja. Baller mal rauf. Treppe fertig. Mhm. Und jetzt können wir natürlich hier zu A4 runter. Ja. Ein Zeichen machen. Zeichen machen. Warte mal, lass uns mal kurz hier anhalten. Weiteres Zeichen. Wie hast du jetzt gerade angehalten? Zu A4, ich habe hier oben auf Pause gedrückt. Ja. Zu A4 und zwar. Hier runter. Hier runter. Ja, geil. Die Frage ist jetzt halt nur, was passiert, wenn man den falschen Weg weist? Mhm.
Ich glaube, das sind so Mammutprojekte, die wir uns für 2021 vornehmen sollten. Ja, wirklich. Aber okay, Ziel, habe ich das jetzt geschafft? Ja, habe ich jetzt aber schon gemacht, oder? Oder das ist immer so das Problem, manchmal checken Tutorials nicht, wann man es dann schon geschafft hat. Ja. Ja, jetzt, okay, hab ich das jetzt nicht erreicht? Ziele für das Zeichen am unteren Treppenende einrichten. Ganz kurz, auf der Social-Media-Front, ich möchte dir einen ganz kurzen Tweet vorlesen von Pharmazora. Befürchtung, Doppelpunkt, in Zukunft werden noch viel mehr Leute an Bahnhöfen im Weg rumstehen, weil sie damit beschäftigt sind, andere Leute zu fotografieren, die im Weg rumstehen. Absolut richtig. So, jetzt haben wir hier ein Zeichen an der Treppe, wo man hinkommt, wenn man die Treppe hochläuft, nehme ich mal an. Ja. Und zwar zu A1 und Parkplatz. Nicht Parkplatz, Plattform. Ach, Plattform. Ich denke mal, das steht für P. A1. Und P. Machst du noch ein P hinzu? Und ja. P. Ah. Beides. A1 und P, beides fest. Tutorial ist leider immer noch nicht zufrieden. Ja, weil die Treppe, die oben wissen nicht, wo es doch. Da steht irgendein Fragezeichen. Siehst du dieses Fragezeichen da? Ah, du musst an der Treppe selber auch noch mal sagen, ja, wo es hingeht. Ja. Des Tutoriums. Oho. Herzlich willkommen im Tutorium. Also, wir sehen schon, Station Flow ist ein Spiel für Akademiker. Ja. Das ist hier nicht Minimal-Universe, ein bisschen PS. Nee, das ist hier wirklich ein Tutorium, wird hier abgeschlossen. Schöne Beschilderung. Also, okay, das ist hier, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen Stadtingenieurswesen. Leute, setzt eure Nickelbrillen auf. Es wird anspruchsvoll. Aber ich find's ganz geil, weil das hat jetzt auch so ein bisschen Zoo-Tycoon-Flair, weil du kriegst immer $7, wenn hier jemand rausgeht. Ja klar, weil die müssen ja bezahlen. Beim Rausgehen? Okay. Ja, in dem Fall beim Rausgehen. Finde ich gut. Ja, Tutorium ist abgeschlossen. Ja, herzlich willkommen zum Tutorium heute. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Professor Dr. Will. Verlassen. Wollen wir den ersten Level starten? Willst du oder soll ich den ersten Level machen? Nein, mach du. Okay. Aber willst du jetzt ein neues Spiel machen? Neues Spiel. Also. Offizielle Karten, klassisch, Hexer, mega. Klassisch, mega, Spirale. Spirale. Mich würde natürlich interessieren, wann man verloren hat, ne? Ich glaube tatsächlich, wenn zu viele Leute sich im Weg rumstehen. Schauen wir einfach mal um. Ich finde es schade, dass die jetzt nicht rollenspielerischer sind. Also, dass man nicht sagt, das ist Minga, Leipzig, irgendwie San Francisco. Aber es ist halt einfach Hexer. Also, wir sehen auch hier Abstraktionsgrad hoch. Ja, definitiv. Aber wollen wir nicht klassisch machen? Moment. Habe ich nicht klassisch gemacht? What the fuck? Warte. Holy crap. Ich geh nochmal raus. Was meintest du mit klassisch? Neues Spiel? Ja, du hattest jetzt offizielle Karten. Das sieht eher Ach so. Also klassisch sieht eher nach klassisch. Die klassische Station Flow Karte. Klassisch. Und guck mal nach rechts. Gesamte Karten freischalten. Bauzeit einmal. Könnten wir nicht Bauzeit Nö. Ne? Ach so, da kann man den Schwierigkeiten. Baukosten, warum machst du Baukosten auf 5? Ja, wir wollen es schon sehr schwer machen. Ja, ich würde sagen, die Zufriedenheitsabnahme, die machen wir richtig gut. Nee, wir machen jetzt erstmal alles normal. Wir wissen ja gar nicht, was das bedeutet, oder? Okay. Hat diese Musik schon jemals die Stimmung in der U-Bahn eingefangen? Nein. So bist du nicht in der U-Bahn aktiv. Okay, wir sind klassisch Station Flow. Los geht's, Freunde. Du bist der Bahnhofsmanager eines neu eröffneten U-Bahnhofs. Dein Job ist es zu entscheiden, wo neue Wege gebaut oder Hinweisschilder platziert werden und wo die verschiedenen Servicestellen liegen sollen. Dein ultimatives Ziel ist es, dass die Passagiere mit ihrem Aufenthalt zufrieden sind. Ja, klar. Aber dir das doch gleich. Also es ist eher so U-Bahn-Tycoon-mäßig. Ja. Ah, okay, wir können auch strafen. Also. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal die Orientierung. Wir haben A4, A3, A1, A2. Das sind anscheinend die Eingänge. Ah, und hier unten ist die U-Bahn-Plattform. Genau. Gleis 1, Gleis 2. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier alle zusammenkommen lassen. Ja, würde ich sagen. Und die Frage ist, ist den Passagieren egal, zu welchem Ausgang sie rausgehen, oder haben die bestimmte Vorlieben, was Ausgang angeht? Das müssen wir rausfinden, glaube ich. Und wir wissen ja, das ist ein großer Unterschied, ob man auf A1 oder auf A2 rauskommt. Wenn das eine schnellspurige Straße ist und ich erstmal 5 Minuten brauche, um wieder rüberzukommen. Aber ganz ehrlich. Da kommt die erste U-Bahn. Da ist die erste U-Bahn. Oh, aber noch kann ich mitfahren. Schnell!
Gib Gas, als wären die gebaut. Nee, wir pausieren erstmal. Bauen alles, okay, und dann machen wir alles gleichzeitig los. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, noch nie habe ich diese Ausgänge wirklich wahrgenommen. Im Sinne von, gehen wir über die Magnusstraße oder über die Jakobinerstraße raus? Ich dachte mir, ich habe keinen Plan. Ich will einfach nur raus hier. Oder bist du so jemand, der wirklich dann die Ausgänge auch anguckt? Doch, ich gucke mir das an. Mich fuchst das. Ich will ja auch gerne jemand sein, der weiß, wo es lang geht. Weißt du? Ich bin so ein Typ, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, dann sage ich, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ich möchte auch jemand sein, der dann sagt, hey Leute, hier geht's lang. Bist du ein natürlicher Anführer in so einer Gruppe? Ja. Ja? Ich mag es gerne, Ahnung zu haben in solchen Fällen. Okay. Mhm. Ja, hier gehen wir raus, hier müssen wir ins Theater. Unheimlich. Bei mir genau im Gegenteil. Ja. Ich bin eher. Lässt sich treiben. Ich lasse mich absolut treiben. Lässt sich führen. Ist ja auch manchmal befreiend, ne, dass man einfach mal irgendwo mitgehen kann. Oder? Ja. Bei wem gehst du? Mal die Frage, ganz kurz. Boah, das ist schon echt schwierig. Oh, das habe ich jetzt auf der falschen Ebene gebaut. Aber also, das Geld haben wir verloren, ne? Hast du mal Bock auf eine diagonale Straße? Ja, aber wenn wir das Geld verlieren. Nicht überzeugen. Wenn das Geld verlieren, dann nicht. Es kostet 500 Euro. Ach komm. Und da steht keine Wegverbindung. Ah doch, okay. Diagonal geht. Okay. Jetzt eine Ebene hoch. Bahnhofweg. Ah, geil! Plattform. Können wir noch einen Krobak vielleicht hinbauen? Das ist geil. Nee, das will ich machen. Ja, aber wo, das führt ja auch ein. Florentin, guck doch mal, wie lange die. Ach so, ja. Guck dir das an, das ist super geil. Du hast einen riesigen Überblick, du weißt, wo es ist. Und dann machen wir in die Mitte, machen wir dann richtig schön. Dann machen wir ein schönes Schild. Und da bauen wir einen richtig schönen Blumenladen rein. Krobak kommt da rein. Informationsschalter und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das passt soweit, oder? Haben wir. So, jetzt müssen wir noch gucken. Also Schilder. Hier, Schilder, das ist Ausgang 4. So, das ist Ausgang 4 oder da? Nee, das ist Ausgang 5. Ausgang 5. Das ist egal. Die Treppe ist erstmal egal. Und hier jeweils unten müssen wir sagen, hoch zu Plattform. Ja. Ich glaube, komplex wird es, wenn es mehr als P1 oder P2 kommt, ne? So. Passt das jetzt alles? Und die rechts haben wir noch nicht verbunden, oder? Die ist noch nicht verbunden. Die liegt auf der oberen Ebene, ne? Ja, genau, okay. Das heißt, da müssen wir jetzt gucken, wie das jetzt zu unserem Monster-Projekt passt. Alter, das wird so ein Gefummel, sag ich. Ach, das geht. Das konnte man ganz leicht verbinden. Und jetzt haben wir alles gemacht. Und jetzt braucht man natürlich so ein geiles Schild. Ja. So richtig in der Mitte? Oh nee, nicht abreißen. Wegweiser. So. Jetzt würde ich wirklich all in gehen. Jetzt sagen hier einfach Wegweiser und zwar zu A2. Ja. Hier bitte. Oh, das ist aber heikel. Ja, warum? Ihr guckt doch mal. Das ist ja klar, das ist doch offensichtlich, wo das hinführt. Ja, und soll. Was ist jetzt die Treppe zum Gleis? Haben wir gleich. A4 ist hier drüben. A5 ist hier unten. Ja. Ja, gut, um zum Gleis geht's jetzt hier rüber. Ja gut, jetzt führen wir dich natürlich ein bisschen in die Irre, ne? Oh, nee, okay, alles weg, alles klar, kein Problem. Z, Apfel Z. Nope, keine Chance. Okay, gnadenlos. Warte mal, wie könnten wir das Schild platzieren, dass man leichter unterscheiden kann? Ich glaube, es geht nicht mit einem Schild. Ich glaube, du musst zwei Schilder bauen. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal ein Schild. Ja, vielleicht hast du recht. Wir machen erstmal ein Schiff zur Plattform. Mhm. Dann machen wir noch eins zu A5. Geht's nämlich hier runter. Mhm. Dann machen wir noch eins zu, was ist das? A2. Ah, ich kann jetzt leider nicht hinten ran, Alter.
Oh nein, ist das schrecklich. Wenn du auf X gehst, dann geht's ganz weg, oder? Wenn der Tooltip im Weg ist. Oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Ah, nee, doch, so geht's. Man kann den Kreis überall anpacken, nicht nur an der Stelle. A2 ist hier hinten. Mhm. Jetzt brauchen wir ein weiteres Schild für A1. Das geht hier hin. Und ein weiteres Schild für A4. Ausgang 4. Und jetzt für diese gerade Plattform noch. Was ist das hier? Die auf einer Ebene ist? Das ist A3. Ja. Plus Schild. Oh, wo ist der jetzt? Ah, okay. Der neueste ist immer der, der beweglich ist. Das ergibt schon Sinn. Okay. So, top Schild, oder? Ja. Kannst du nichts sagen. Und jetzt gib mal Gas. Soll ich Gas geben? Los. Also erstmal Bau bestätigen. Und los geht's. Hier kannst du es ein bisschen anspeeden. Jetzt, ich muss ganz kurz erstmal verstehen. Also, was geschieht jetzt hier eigentlich? Warum ist hier das Problem? Vielleicht hat er das noch nicht gebaut. Die Treppen werden am allerschnellsten gebaut. Oh, das sieht aber. Oh, das war da wohl schlampig gebaut. Da wurde richtig schlampig gebaut. Das passt nicht zusammen, glaube ich. Da müssen wir noch mal ran. Freunde, das tut mir leid. Sorry. Warum baust du jetzt eine Plattform mitten ins Gestein? Wie kann ich abreißen? Okay. Warum ist der da nicht zufrieden damit? Also ich sag mal so, für Leute, die penibel bei sowas sind, ist das Spiel, glaube ich, nichts, weil... Warum ist er damit nicht zufrieden? Ah, diese diagonale Treppe, das ist der Kardinalsfehler. Ja, du hast es gesagt, Fabian K. Ja, du bist jetzt schon besser in dem Spiel als ich. Können wir jetzt eigentlich mal anspeeden, dass das alles gebaut wird? Ich will nicht... Verbinde dich! Das geht nicht. Ich glaube, wir machen wieder so ein Dreiecks-Ding. Jetzt! Ah, ja, guck mal! Jetzt wird ein Schuh draus. Guck mal, und da kannst du dann noch mal so einen Kiosk reinbauen, ja, oder sowas. Oder so irgendwie so ein, ja, so ein... Vielleicht ein bisschen was Verruchtes. Oh, die erste U-Bahn ist da. Mal, kommen da Leute raus? Kommt da wer raus? Da kommt niemand raus. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Gas. Moment mal. Hotkey 1, Hotkey 2. Wo sehe ich die aktuelle Geschwindigkeit? Ah, es gibt, ich glaube, es gibt nur drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Hm. Langsam, mittel, schnell. Das war aber auch nicht gut organisiert, ne, dass die U-Bahn schon fahren, bevor der Bahnhof fertig ist. Ja. Also, das ist dann halt nicht unser Problem. Das muss dann an den Stadtrat gehen, aber... Marberg schreibt, ganz kurz, Ausgänge öffnen. Was heißt das? Ah, ja, du völlig richtig. Genau, man muss hier das noch pausieren. Also das Pausieren aufheben. Okay. So. Diese martialischen Geräusche, ne? Ich bin Ingenieur, ich liebe sowas. Okay. Oh, da kommt er! Da kommt Essen! Okay, weiß er, wohin muss? Okay, jetzt. Okay, fuck. Holy crap! Fuck. Der weiß. Der weiß sofort, wohin muss. Ja. Oh, der ist umgedreht. Der ist umgedreht. Ja, weil die Plattform noch nicht da ist. Die Plattform ist noch nicht da. Oh, der ist verloren. Fuck. Warum ist er verloren? Ja, weil er nicht weiß, wo die Plattform gibt's noch nicht. Ah, die ist noch nicht gebaut. Ja, du Depp, da musst du aber auch hingucken, dass die Baustelle da ist. Ja, aber dann würde ich sagen. Was ist dein Problem? Dann schließ doch mal den Eingang, Florentin. Schließ den Eingang. Von A3. Den hier? Ja. Aber die Leute kommen da doch. Oh Gott, wie die verlaufen hier. Also ihr seid aber auch ein bisschen bescheuert, muss man. Schließ doch mal den Eingang jetzt. Den hier? Ja, so, zack. Und den A3 auch. Aber A3 ist doch fertig. Nein, die Plattform ist nicht fertig, die graue. Ach, die ganze Plattform. Aber die laufen da doch drauf. Wie sind die denn nach unten gekommen? Ja, ah, die kommen da rein. Ja. Ah, okay. Gib uns noch 10 Minuten. Gib uns noch 6 Minuten, dann ist die Plattform fertig. Jetzt gib Gas. Der ist sauer. Guck mal, er ist sauer.
Er ist sauer. Ja gut, das kann aber auch was mit seinem Privatleben zu tun haben. Yeah. Hier in der Treppe. Wir brauchen dringend so einer Rechtslaufen, einer Linkslaufen Sachen. Aber sieht gut aus, oder? Mhm. Hier haben wir die befördert aktuelle Passagierzahl im Bahnhof. Mhm. Aber wie zufrieden sie sind, weiß man nicht. Oder ist es der schwarze Streifen hier ganz rechts? Wie zufrieden sie sind? Das weiß ich auch nicht. Aktuell aktive Ausgänge, 3 von 5, warum? Ja, der ist geschlossen. Der ist noch nicht offen. Okay. Ah. Okay, jetzt aber. Jetzt, 5 von 5 offen, 2 Bahnlinien aktuell, okay. Alles klar. Jetzt können wir erstmal zurücklehnen, oder? Ich würde sagen, es läuft, das Ding. So. Ah, jetzt haben wir, oh, guck mal, jetzt haben wir hier kleine Elemente, Bauten. Overlays. Wow, dieses Spiel ist, glaube ich, ultra komplex. Ja. Ultra komplex. Bewertungsfortschritt. Wo ist unsere aktuelle Zufriedenheit gerade? Aktuelle Bewertungspunktezahl. Wir sind, glaube ich, gerade absolut vorbildlich. Ich meine, unser Bahnhof ist ein bisschen dröge, glaube ich, kann man sagen. Ja. Er ist ein bisschen, ich will nicht sagen dystopisch, aber es ist schon so ein bisschen sehr schlicht. Es fehlt noch so ein bisschen an den Attraktivitäten, so ein Riesenrad oder so. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe übrigens ganz kurz das Update von unserer Social Net Woman. Johanna schreibt, bis jetzt ist auf Twitter alles gut, bislang muss ich nicht zensieren, die Leute müssen noch reinkommen. Ah, okay. Also die Leute brauchen noch so einen kleinen Reinkommer. Ja. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Leute, wir geben euch eure Zeit da draußen. Natürlich, völlig klar. Ihr müsst ein bisschen reinkommen in das ganze Social-Media-Game, in das Meme-Game. Alles gut. Wir geben euch eure Zeit. Wie sie sich da einfach reindrücken. Hm. The Yellow Heart-Emoji schreibt, Hashtag Platz da. Müssen die Menschen, die von den unteren Eingängen kommen, erst hoch und dann wieder runter zur U-Bahn zu kommen? Kann man die unteren Eingänge nicht direkt mit der U-Bahn-Plattform verbinden? Raus. Raus. So machen wir das hier nicht. Dass ihr hier die Schlauen seid, die uns und Tipps wir geben. Die Dummen. Das ist ja Umkehr. Naja, aber wie willst du denn? Du kannst ja nicht hier durch das Gleis was machen. Hm. Kannst nicht durchs Gleis bauen. Ja, vor allem kannst du nicht durchs Gleisbett gehen. Das geht auch nicht. Nee. Weil da kommen ja die Züge. Man könnte natürlich hier eine Abkürzung machen, vielleicht durch eine Unterführung. Oder, ja. Oder eine Oberführung. Aber wir haben nur 2 Stockwerke. Ich glaube, es geht gar nicht tiefer. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber okay, was macht das Spiel denn mit uns? Gibt uns das neue Impulse, neue Anreize oder was passiert da jetzt? Ich glaube, wir haben es soweit. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, Nee, wir holen jetzt erstmal Cash. Wir kriegen richtig Cash erstmal. Aber bis jetzt wirklich gut. Also die machen sich gut. Hier auf der Treppe gibt es manchmal so ein bisschen Reibereien. Rangeleien. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, die Dicken sind langsamer. Nee, stimmt nicht. Der ist super schnell. Blondin. Aber es gibt grüne und blaue. Ist das nochmal ein Unterschied? Vielleicht aus welchem Zug die kommen. Sehr, sehr gut. In welchen Zug sie wollen. Wir können mal gucken. Momentan ist 22.18 Uhr. Ach so, ja genau. Nachts ist wahrscheinlich weniger los, oder? Und hier heißt so viel, wie viel Bedarf, wie viel Andrang hier ist. Ja, mal gucken, ob um 12 Uhr irgendwas passiert. Was ist... Hm. Jetzt ist echt wenig los. Mhm. Ist Nacht halt, ne? Und da ist sich dann auch noch verlaufen in der U-Bahn, ist wirklich unangenehm. Ja, und das ist dann... Aber waren wir das vielleicht denn schuld? Wo kam der denn her? Ach nö, der ist hier unten so ein bisschen... Was ist jetzt los? Tagesbewertung. Wir haben 22.000 gemacht! Aber ich verstehe diese Skala nicht. Also wo auf dieser Skala sind wir denn? Wir sind in der Mitte. Wir sind beides. Wir haben ganz unzufrieden, sind wir, aber wir sind auch super glücklich. Aber ich würde jetzt hier, also ich bin jetzt mal ganz verrückt, ich würde jetzt hier so eine Art Pfeil erwarten, der mir zeigt, wo auf dieser Skala ich bin. Ist nicht der Fall. Was heißt das da oben? Dieser Pfeil? Da unten, drunter? Was heißt das? Im Bahnhof verbrauchte Zeit. Zeitverlauf. Aber A+ klingt für mich erstmal gut. A+.
Kaffee, du kannst jetzt bauen Kaffeeautomaten. Die folgenden Teile sind aufgestiegen. Sie werden ab sofort mehr Passagiere. Mehr Passagiere anziehen. Ah, A3. Okay, ich dachte, wusste nicht, dass wir eine BWL-Studium brauchen für das Spiel. Aber also, Ticketverkäufe 2000. Wir haben Minus gemacht heute. Aber es sind nur ein Tag. Aber wir haben auch gebaut. Wir haben viel gebaut. Wir haben investiert, Florentin. Das ist eine Investition. Wollen wir erstmal einen saftigen Kredit aufnehmen? Erstmal nicht. Nein. Neuer Tag. Obwohl die Zinsen ja gerade niedrig sind, ne? Gut, aber ich bin trotzdem nicht dafür. Okay. Wir sind ja immer noch ein kleiner Bahnhof. So, A3 ist aufgelevelt. Ja. Jetzt könnte man natürlich nachdenken, A3 so eine Art Abkürzung zu geben. Ja, oder... Hast du da Bock drauf? Ja, ich denke da eher so daran, dass wir A3... Ja. Sowas. Und das jetzt direkt... Treppe? Was heißt? Runter? Bremer? Ja. Sowas bauen. Ja, aber bau das doch so, dass das... Guck mal, die stehen sich doch alle im Weg. Wie? Wie meinst du? Wie soll ich bauen? Der Treppenaufgang. Also zieh das doch mal so, dass... So. Nee, also dass die Leute, also zieh mal die Plattform irgendwo anders auf dem Bahnsteig hin. Aber eigentlich sollte die Treppe eher... Ja genau, bau doch erstmal die Treppe. Denk erstmal so, wo soll die Treppe anfangen, dass das smart ist? Naja, sowas, ja, oder? Genau, das finde ich gut. Aber checken die Leute, dass sie dann hier hoch müssen? Ja, das musst du natürlich gut ausschildern. Aber so eine Art Treppe kennt man, oder? Ja. Aber dann lass sie uns doch mal so auf eher, dass sie auf der Höhe von dem Ausgang ungefähr ist. Ja. So, und jetzt Straße. Sehr gut. So ein Gang, der immer dünner wird und am Ende muss man da so, sorry. Der Laserstrahl als Gang. Ja, mach so. Ich glaube, wir brauchen eine Art Plattform da oben. Ja. Im Grunde sind das ja Flächen. Guck mal, das sieht gut aus. Das sieht top aus. Perfekt. Stark, Florentin. Ich glaube, die sind auch zufrieden damit. Jetzt müssen wir es natürlich noch gut beschildern. Natürlich für hier unten mit A3 auf jeden Fall. Ja. Und oben natürlich mit Plattform. Ja. Und ich würde da auch noch mal ein Schild hinmachen, ne? Wo? Da, wenn die da reingehen. Da, genau. Ja. Aber was wird ihnen nach vorne angezeigt? Weil das finde ich nämlich immer blöd, wenn du einen Scheideweg hast, vor und rechts, und dir wird nur angezeigt, was rechts ist. Ich will auch wissen, was da hinten wäre. Okay. Also machen wir noch einen mit... Kannst du sowas wie All Directions machen? Ich kann sowas machen. Alle Ausgänge außer 3. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, das geht. Das ist doch selbsterklärend. Das ist selbsterklärend, klar. So, und jetzt noch Kaffee. Ja, den Kaffee würde ich natürlich in die Mitte bauen, ne? Den Kaffeeautomaten. Verkaufsautomat deckt das Trinkbedürfnis. Also erstmal natürlich hier unten, oder? Aber wann hast du dir mal auf dem... Na klar, wenn du... Ja gut, aber das könnte natürlich stopfen. Idee, wir bauen es hier hinter den hinter die Treppe. Im Ernst, weil da bin ich gut. Werden die Leute durch die Treppe eh abgelenkt. Wir bauen einen hier hin. Da steht's nicht im Weg. Da steht's überhaupt nicht im Weg. Ja. Ist jetzt gebaut. Und dann noch einen natürlich hier oben. Da musst du grünes Häkchen machen, oder? Ja, wenn alles gebaut werden soll, 1500. Und dann noch einen hier hin, oder? Ja. Sowas. Ja, oder auf die Plattform, genau da. So? Ja. Aber lass uns da gleich mehrere machen, oder? Du meinst richtige Station? Aber wir haben nicht so sowas. Viel Geld. Bringt uns hier natürlich haben wir Geld. Bringt ist unser Geld? Wir haben 25.000. Okay, nee, dann kick it. Okay. Ja, perfekt. Let's go.
Gut, 4 Uhr nachts. Oh, da kommt er! Wo will er denn hin? 4 Uhr nachts, der will einen Kaffee. Nee, der will auf ja, aber gute der Frage, Bahnsteig wo der ist halt noch nicht will. Gebaut, ne? Ja, aber dann erfährt das spätestens hier. Okay. Ist das wirklich verbunden? Da unten sehe ich diesen Knick in dieser Plattform da. Oder fallen die da in Spalten? Kleines Sicherheitsrisiko. Da müssen wir vielleicht drauf aufmerksam machen. Mind the gap. Ja. Oh, 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 oh. Hier ist Chaos. Oh, oh hier ist Chaos. Ja, ihr seht doch, dass eine Baustelle ist, ihr Trottel. Moment mal, stopp. Kann man denn sowas wie eine Treppe mal sperren? Ja, kann man. Ja, okay. Pausieren. Treppe gesperrt. Jetzt habt ihr natürlich ein Problem, ihr Süßen da oben. Aber das ist jetzt erstmal egal. Mein Gott, 2 Stunden mal auf so einer Treppe warten, meine Güte. Nicht mein schlechtestes die Bahnerlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, wie die Lemminge schreibt. Ja. Aber wir haben noch keinen Kaffee. Niemand will Kaffee. Ja, mein Gott. Stellt euch nicht so an. So, jetzt können wir die Treppe freigeben. Okay. Das hat jetzt was gekostet, die zu sperren? Vielleicht. Und jetzt will ich mal sehen, jetzt, Achtung. Jetzt Achtung, was sie mit dem Spalter anstellen. Oh, nein! Shit. Vielleicht wollten die da aber auch einfach nicht hin. Nein! Ach komm, das ist nicht dein Ernst! Ach komm, wegen dem scheiß Spalt? Scheiße. Erstmal alles sperren, Florentin. Erstmal alles absperren. Mach erstmal Flatterband jetzt. Ich will Flatterband sehen. Aber ich kann Wege ich nicht sperren. Ich brauch richtig viel Flatterband. Okay, dann sperren wir die Treppe. Ja gut, jetzt müssen wir wieder so ein... Wie soll das Sinn gehen? Vor allem... Du hast halt auch mitten in den Knick gebaut, ne? Guck mal. Du hast halt wirklich mitten in den Knick gebaut. Ich glaube, ich kann die jetzt aber nicht mehr korrigieren. Ich muss die jetzt abreißen. Sorry was an euch, passiert Leute, mit denen? Tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid, Freunde. Aber das ist halt jetzt einfach nicht euer Tag. Man hat manchmal solche Tage. Das sollte gehen. Das dauert jetzt wieder 4 Stunden. Wer hat denn 4 Stunden Zeit, auf den Weg zu warten? Die Treppe ist gesperrt, du Kasper. Du hast dir da gar nichts zu beschweren. Warum will keiner Kaffee? Doch. $1? Ganz schön günstig, oder? Viel zu günstig. Können wir den teurer machen? Naja, das wir können ihn nur anhalten. Bei einem Dollar ist der Amortisierungsmoment dauert noch recht lang. Sehr gut. Der Automat hat $1,500 gekauft. Kannst du dir ja mal mit deinem WDL-Studium... Bei 1 Euro, das macht 1.500 Kaffee, bis er amortisiert ist. Ja. Ist der abgesperrt? Jetzt wird er wieder aufgesperrt, weil jetzt ist unsere neue Plattform da. Perfekt. Perfekt, ideal. Und die wissen genau, wo sie sind. Ich frag mich, wer aber hier gerade ausgeht. Niemand eigentlich, oder? Ne, wenn jemand von A3 zu A1 will. Aber darum kümmern wir uns nicht. Dafür gibt's Straßensysteme, Straßenbahnen. Mm, das will ich sogar. Na, unter so einer Hauptstraße durch, oder was meinst du? Ja, ja, okay, genau. Okay. Verstehe. So, Leute, ne? Ihr seid natürlich weiterhin aufgefordert. Unter dem Hashtag Platz da. Ja, die Leute sind halt jetzt nicht unterwegs, ne? Das ist halt schon klar. Genau. Dann für nächste Woche. Für nächste Woche. Wir gucken nächste Woche nochmal rein. Ich glaube, nächste Woche, das wird. Ich weiß genau, wie wir nächste Woche die Sendung beginnen. Ja. Wir sitzen da, trübe Gesichter. Leute, wir müssen uns entschuldigen. Und dann, weil in der Zwischenzeit gibt es irgendeinen Shitstorm und yeah, so. Und das, ich weiß es doch eh schon. Ich sehe uns doch schon da sitzen. Aber guck mal, deine Theorie war, glaube ich, falsch. Weil hier sowohl grün als auch blau warten hier zusammen am Bahnsteig. Sind wir eigentlich barrierefrei? Sieht nicht gut aus. Wir haben nur Treppen bis jetzt. Oh, guck mal, da kommt die ganze Ladung! Ach, Feierabendverkehr, 18 Uhr. Oh, stimmt. Aber Cash, komm rein. Was heißt das eigentlich? 20.000 pro Tag. Mhm, vielleicht.
Also wir könnten 15, 13 Kaffeeautomaten pro Tag bauen. Aber wir kriegen 7 Dollar pro Gast. Ganz kurz, Florentin, Idee. Bau doch auf diesem Übergang, wo es viel Bedarf gibt, bei A3 noch einen Kaffeeautomat hin. Hier? Ja. Aber wir verlieren doch die ganzen... Leute bleiben stehen. Ja, aber wir verlieren die ganzen Einnahmen. Hier vielleicht? Ja. Dass die schnell sind, da durch können. Ja. Gibt's ein Zeichen für einen Kaffeeautomaten eigentlich? Ein Schild? Gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ja, Kaffee. Gibt's. Wohin? Aber das ist halt schon super unübersichtlich. Wollen die Leute so dringend Kaffee? Eigentlich, sie laufen ja zwangsläufig bei einem Kaffeeautomaten vorbei. Weißt du, woran mich dieses Megaschild in der Mitte erinnert? Hm? Kennst du diese Pfeiler, wo dann steht so von hier so 20.000 Kilometer genau, bis nach, ja, nach Buenos Aires oder so. Und ja, ja. Tokio und dann irgendwie Lüneburg. Ja. Radweg Lüneburg, 500 Meter. Auch schon oft aus Frust dagegen getreten. Ja. Kein Bock auf eure Lebensfreude, einfach. Ach, guck mal, ich glaube, der Dunkel, da ist das zu, glaube ich. Da ist geschlossen, oder? Von 0 bis 2 Uhr ist geschlossen. Zweiter Tag. A+. Wir machen, glaube ich, viel richtig. Der Bahnhof wurde erweitert. Die folgenden Verbindungen sind jetzt verfügbar. B. Ach du Scheiße, du kannst jetzt Rolltreppen bauen. Schmale und breite Treppen. Breiter Weg. Und A3 ballert richtig jetzt. Ganz kurz, hier schreibt einer auf Twitter gerade, Mighty Nighty, eure Sachen haben auch tägliche Kosten. Sehr gut. Ja, der Song habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mindestens 10 Minuten nicht. Alter, die B? Jesus. Aber die wollen auch alle hier hin, oder wie? Ja, klar. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir das bauen sollen. Schmaler Weg, breiter Weg. Ja gut, aber da wir die Wege ja ohnehin beliebig groß ziehen können, ist es ja eh ein bisschen... Warum bauen wir nicht einfach eine riesen Plattform unter der Erde? Tägliche Kosten. Wollen wir die alle zusammenfrippeln? Nee. Aber warum kann der da nicht andotzen? Warte mal. Schmaler Weg. Ja gut, das ist ein bisschen arg klaustrophobisch, oder? Okay. Das ist schon abgefahren. Ich glaube, diese Wege wirklich genau zu kontrollieren, ist allein eine Herausforderung. Wo führt das jetzt hin, Flutti? So. Ich baue jetzt einfach mal drauf los. Bau mal drauf los. Wir haben ja keine andere Wahl. So. Kein Wunder, dass die Betriebskosten haben. Jetzt könnten wir natürlich sowas machen wie eine Treppe. Treppe hoch, schmale Treppe, breite Treppe. Treppe runter. Sowas in der Ecke, oder? Ja. Ah, das ist schon... Naja, ich meine, wir können ja zur Not... Guck mal, das geht, oder? Hast du denn, sind da nicht noch... sind da nicht noch Dings unten drunter? Eingänge? Ja, aber jetzt erstmal... Für eine erste... Nee, schon klar. Fuhre. Erste Fuhre, gib das mal frei. Ich gebe es aber noch nicht frei, damit ich noch das anbauen kann. Denn jetzt brauchen wir Verbindungen, Treppe runter. Moment, warum geht das jetzt denn nicht... Die provokante Frage im Chat von Echoschlaf, sind die Treppen nicht eher am Ende und am Anfang des Bahnsteigs? Idee. Auf beiden Seiten.
Okay. Sowas. Ich raff die Treppen leider nicht. Du musst auf der richtigen Ebene sein. Vielleicht bist du nicht auf der richtigen Ebene. Ich bin noch... Treppe runter. Guck mal, so, das ist doch ein Traum. Klar. Könnten wir hier auch machen eigentlich, ne? Ja. Auf der anderen Seite, für wen ist das gut? Die Leute, die hier aussteigen. Sieht hässlich aus. Lassen wir. Das Auge fährt mit. Ganz wichtig. Aber das sieht schon mal ganz gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie wir jetzt die wieder bauen. Das ist natürlich ganz unschön, ne? Ein Traum sieht symmetrisch aus, schreibt Ohederal Helix. Och, Leute. Ja, Symmetrie ist was, das gefällt dem Auge. Ich würde so ein Spiel auch gerne mal mit einem richtigen Planungsbüro sehen. Ja, also wenn das hier kein Planungsbüro ist, dann weiß ich nicht, was dir fehlt hier. So. Ich glaube, man sollte erst die Plattform machen, auf der man ankommt. Um dann das so zu verbinden. Ist das wirklich verbunden, Florentin? Das ist verbunden. Wenn das blau ist, dann passt das. Ah, okay. Glaube ich wirklich. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch, das wird jetzt natürlich ein bisschen kröselig, aber das passt schon. Da brauchen wir die Hotkeys. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich so ein micro-intensives Spiel auch. Ja, ja. I love it. Okay. Passt doch, oder? Ist doch nice. So, und jetzt? Beschriftung natürlich. Ja. Aber kannst du nicht schon mal bauen lassen und dann beschriften? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Doch. Ich denke schon. Also, hier geht's runter zu B4. Hier geht's hoch zu... Oh, ich kann den Tooltip nicht anklicken. Leute, bitte. Sowas darf nicht passieren. Also, sorry. Da habe ich mittlerweile auch kein Verständnis. Nee. Hoch zu Plattform, runter zu B5. Und jetzt hier die Treppen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel noch richtig unübersichtlich wird. Ja, aber hallo, wird das unübersichtlich. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Beschilderung natürlich. Naja, die wissen Bescheid hier unten. Okay, was ist mit den Eingängen? Aber die haben doch an den... Die haben doch eigentlich an den Treppen die Schilder, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ja, checken wir mal aus. Kannst du es ein bisschen anspeeden? Bist du ungeduldig? Ich bin ungeduldig, ich will das sehen, ich will die Leute da reingehen sehen. Hier wird noch nicht gebaut, habe ich das Gefühl. Warum wird hier nicht gebaut? Haben wir kein Geld? Warum wird hier nicht gebaut? Haben wir nicht genug Geld? Wir haben 39.000, wir sind stinkreich. Ja. Warum wird hier nicht gebaut? Warum wird hier nicht gebaut? Verstehe ich leider nicht, warum hier nicht gebaut wird. Ich weiß auch nicht genau, welches Teil das ist. Ist das die Treppe? Okay, wir reißen die nochmal ab. Weil die dazugehörige Plattform fehlt. Warum wird das nicht gebaut? Weil die dazugehörige Plattform fehlt. Wie sollen die denn da eine Treppe bauen, wenn die Plattform noch nicht da ist? Welche Plattform? Na, an denen die Treppe dran ist. Jetzt pass mal auf. Jetzt ist die Plattform fertig. Ach, du meine Güte. So. Ich verstehe, was du meinst.
Deswegen dauern Treppen auch nicht so lange. Ja. Aber das wird auch nicht gebaut. Ah, das ist die Treppe, okay. Warum dauert das so lange? Ah, jetzt muss erst die gebaut werden. Ah, die werden nacheinander aufgebaut. Ja, ja, okay, jetzt sind die Treppen auch dran. Perfekt. Ja. Fabian K., du hast es. Du bist einfach ein U-Bahn-Meister. Bastian C. schreibt auch, da kommen die Arbeiter nicht hin. Das stimmt ja auch. Ja, ich find's gut, dass Sebastian K. direkt so in so einem Rollenspiel Sprache mit uns spricht, damit wir es verstehen. Aber genauso ist es richtig. So, wir machen jetzt mal die Gänge auf. Kommt er rein! Wertlos in der Runde U-Bahn! Kommt er rein! Niemand. Und noch eine Runde rückwärts. Zack. Oh, da kommen die Leute. Da kommen. Wo gehen die hin? Der weiß nicht, wo es hingeht. Ah. Ah, weil ich die abgerissen habe, habe ich die das Schild nicht mal nochmal neu gemacht. Hier genauso. Doch, hier ist ein Schild, du Kasper. Der geht nicht hoch. Ist die Treppe noch nicht fertig? Geh mal hin hoch, geh mal hin hoch. Geh mal hin hoch. Die Plattform ist immer noch nicht fertig. Was ist nicht fertig? Diese graue. Ach, die große. Scheiße. Die haben Schweine. Muss so eine Stunde rum. Aber unsere Zufriedenheit ist immer noch wir wissen gut, nicht. Gut schlecht. Man weiß es nicht. Aber die A-Fraktion läuft super gut. Ja. Ja, Leute, jetzt regt mal nicht so auf. Ich mache mein Handy auf Flugmodus. Ach, das ist das füllt sich auf. Vielleicht hat man verloren, wenn die so massiv unzufrieden sind, dass sie irgendwie dann so einen Forenartikel verfassen oder sowas. Genau, auf rocketbeans.tv Forum in allgemein Entwicklung der Plattform. Ja. Plattform braucht 3 Stunden und dann benutzt sie keiner. Ja. Mein Gott, jetzt regt euch doch nicht so auf. Man hat ein ganz anderes Gefühl auf diese Probleme der Menschen, wenn die so winzig sind, ne? Und weißt du, deswegen ist es gut, dass man ab und zu auch mal so rollenspielartige Spiele spielt. Auch um einfach mal andere Perspektiven einzunehmen, Flutin. Ja. Weil, Flutin, das ist das Wichtigste, ja? Die Perspektivwechsel, dass du auch mal verstehst, wie denken Städtebauer? Ja. Wie denken U-Bahn-Planer? Ja. Was, wenn immer alle sagen, die sind so kacke, das ist alles kacke gebaut, so. Ich werde das nie wieder sagen. So nämlich. Das nächste Mal, wenn jemand im ICE schreit, wie schlimm alles ist, sage ich, wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist, die Treppe so zu bauen, dass es nicht 5 Stunden dauert, bis da erstmal die Plattform da ist? Ja. Jetzt haben die Leute aber Bock. Ja. Alter, guck dir das an. Ich meine, gut, manchen Leuten ist auch nicht zu helfen. Mein Gott, ihr musstet jetzt halt 4 Stunden lang im Dunkeln warten ohne Kaffee. Meine Güte. Oh Gott. Wobei, ich sag's gerade, Kaffee? Hast du Bock? Stichwort Kaffee? Ja, vielleicht. Komm, mach mal einen Preis niedrig für die Leute, die da so lange warten mussten, okay? Teilen wir umsonst ein bisschen Kaffee aus. Ja, den Preis kann man nicht verändern. Also den Kaufpreis kann man leider nicht verändern. Geht. Warum? Was ist denn dein scheiß Problem, Mann? Unterwegs. Er hat sehr viel Zeit im Bahnhof verbracht. Ja, gut. Ja. Das ist aber man kann einzelne Pendler anklicken und wissen, was die wollen? Pendler. Größe? Was ist drunter? Was gibt es? Geschwindigkeit? Sichtweite? Ah! Alter, ist das komplex. Was ist dein Problem? Zeit im. Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen, wenn die viel Zeit im Bahnhof verbringen. Dann das da ja doch. Wir brauchen Werbebanner. Wir brauchen Werbeflächen. Können wir die verkaufen? Wenn die Leute viel Zeit im Bahnhof verbringen, haben wir viel Platz, um Werbung zu machen. Der will zu B1. Ah, also wir müssen auf jeden Fall B1. Wir müssen A und B trennen. Wie? Dass die Leute wissen, wo A ist und wo B ist. Ja, was wissen die doch? Das ist doch. Wir machen mal hier einfach einen mit. Hier ist alles B. Ja. Und hier ist alles A. Okay. Aber mal gucken. Sie wissen, wo sie hin müssen. Machen wir, ja. Weil die wollen zu B, glaube ich. Die finden den Ausgang nicht mehr. Und eigentlich müsste man hier oben auch. Vielleicht warum aber sind die unzufrieden? Klicke drauf. Warum? Warum? Was ist mit dem? Der kommt von P2. Ja, der ist halt hier zu den A und A hochgelaufen.
Nein, jetzt nicht mehr raus. Wir brauchen da eine Beschilderung, wo B ist. Florentin. Ja, aber das ist ja hier schon eh so ein Schilderwald. Ja, aber wir brauchen das. Oder wir machen hier eine direkte Verbindung zwischen A und B. Ja. Ja, finde ich gut. Okay. Dann machen wir hier ein Schild hin. B. So. Und jetzt machst du noch an den Schilderwald auch noch mal B. Mach an den Schilderwald. Kann ich da noch mal ran? Ja. Ich glaube, ich kann da gar nicht noch mal ran. Schön ran da. Und dann? Oder kannst du das doppelt beschriften? Nee. Nee, okay. So, jetzt warte mal, jetzt mache ich hier noch eins hin. Zu A. Nice. Ganz geil eigentlich. Okay. Ja, gut. Okay. Jetzt haben die zwar die Schilder schon, aber noch nicht den Weg. Das ist natürlich Unmut. Ja. Das kann ich auch natürlich auch ein bisschen nachvollziehen. Aber gut, das sind jetzt eh so die Early Adopters. Ich meine, die werden dann wahrscheinlich irgendwie auf Google irgendwie eine Bewertung hinterlassen und so. Ich würde sagen, wir haben den dritten oder vierten Tag hinter uns. Wir machen mal ganz kurz Werbung. Ihr habt mal ganz kurz, könnt ihr in euch gehen, wie ihr dieses Let's Play wirklich findet. Und dann sehen wir uns nach der Werbung wieder, oder? Absolut. Und dann bist du mal dran. Nee, du machst schon weiter. Nein. Okay, bis gleich. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Station Flow. Das neue, Spiel, das gerade Wellen schlägt im Social Media. Der neue heiße Scheiß, von dem gerade jeder redet. Fabian Krane hat Platz genommen an der, am Ingenieurstisch, am blauen Brett, am Reißbrett für das neue U-Bahn-System. Du kannst weiterbauen. Es ist jetzt Tag Nummer 3. Ja. Unsere Bewertung ist immer noch ein A, obwohl wir Passagiere 4 Stunden lang in der dunklen Tunnelgrube rumhaben stehen lassen. Danke. Ihr könnt euch natürlich weiter beteiligen mit dem Hashtag Platz. Da, indem ihr uns eure U-Bahn-Gang-Sünder zeigt, die ihr gefunden habt. Ja, also, es gibt auch was Neues, und zwar, wir haben jetzt Touristen. Oh, scheiße. Da, gut, vergiss es. Es sind nicht nur noch Einheimische da, die ungefähr wissen, wo es lang geht. Nein, sondern auch Touristen, die komplett lost sind. Dann, die Passagiere brauchen jetzt, klar, Informationen. Ne? Ja. Manche Passagiere benötigen Informationen, um ihren Zielausgang oder ihre Bahnlinie zu bestimmen. Bis sie ihr Ziel kennen, wissen sie nicht, welche Zeichen sie folgen müssen. Das verstehe ich nicht. Naja, wahrscheinlich verstehen sie dann A, B und sowas nicht. Und sie verstehen halt die ganzen Hinweisschilder nicht, solange sie nicht einmal dahin geguckt haben. Mhm. Guck mal, wenn du nicht weißt, dass du mit der S4 fahren musst, kannst du auch nicht die Zeichen, die dir S4 zeigen, interpretieren. Okay. Ich glaube, so ist das ein bisschen gemeint. Weiter geht's. So, rechts oben kannst du die Geschwindigkeit einstellen, hast du schon gesehen. Und ansonsten, der Rest erklärt sich komplett von alleine. Ja. Sehr, sehr intuitiv. Ja. Der Übergang zwischen A und B ist jetzt natürlich noch ein bisschen, muss noch gebaut werden. Muss noch gebaut werden. Wie kann ich nochmal die Plattform wechseln? Mit F und dem da drunter. Wie? Guck mal, auf der Tastatur F und das da drunter. F und C. Ah, okay. Du kannst aber, glaube ich, rechts unten einfach dieses Panel benutzen und da rumklicken. Nee. Hotkeys sind ja geil. Ich liebe Hotkeys. Jedes Spiel des Hotkeys hat mich sofort dabei. Okay, alles klar. So. BT-Chat ist ja heute sehr groß. Was? Ist mir zu groß heute. Ist dir zu groß? Muss ich ganz ehrlich sagen. Mach den ruhig mal ein bisschen kleiner. Bleibt mal ruhig ein bisschen kleiner, Leute. Ich will hier einen Überblick haben. Und was bauen wir jetzt? Wie baue ich hier? Hier Verbindungen bauen? Was war nämlich nochmal unsere Aufgabe? Kann man nochmal sehen? Also jetzt nochmal, die Touristen sind jetzt neu dazugekommen. Ja. Ansonsten hast du links Wege, danach Treppen und danach so, verschiedene Sachen, Bauten, und ich glaube, da ist auch dieses Info-Ding dabei. Mach dich erstmal ein bisschen warm. Mal ein bisschen warm. Okay, jetzt gehen wir mal rein hier in die Nummer. Das sieht sau übersichtlich aus. Kann man da keinen Menschenkatapult bauen? Wir wissen noch nicht genau, was es noch weiter gibt für weitere Sorgen. Ich glaube, ein Katapult ist unterirdisch, aber ein bisschen riskant. Was ist denn das? Messebau? Nee, wir bauen eine U-Bahn-Station. Und alle Wege, die man anlegt, müssen erstmal eine Weile gebaut werden. Und Fabian spielt jetzt mit der Station weiter, die ich gebaut habe. Wahrscheinlich gibt es da einige Details, die ihm schwer im Magen liegen. Ja. Die er gerade nur mit seinem jämmerlichen Pokerface
überschreiben kann. Ich will ehrlich sein mit euch, ich bin gerade komplett unsicher, was ich überhaupt jetzt machen soll. Ja, du musst Informationsschilder erstmal bauen, glaube ich, ja, ne, für die Touristen. So, und wie mache ich das? Ich glaube, das ist das dritte Symbol rechts daneben, da bei dem Kaffee. Kleine Elemente. Genau, da hast du jetzt auch das Infoschild. So, hier, oder? Ja, finde ich nett. Ja. Auf der anderen Seite, wie viel kostet das Ding? 750. Baller das überall hin. Ja. Das nimmt keinen Platz weg. Ja. Was mache ich das jetzt? Was muss ich drücken? Erstmal gar nichts. Okay. Das ist jetzt nur die Planungsphase und rechts unten auf grün kannst du es dann bestätigen, genau. Ich würde sagen, ich mache hier noch eine hin, weil da kommen immer viele Leute rein. An jedem Eingang, an jedem Ausgang. Da kannst du den pausieren, genau. Okay. Und dann natürlich, hier brauchen wir eine Informationstafel, oder? Ja. Nee, hier. Da. Und vor allem auch am Bahnsteig für Leute, die gerade ankommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Da, direkt neben den Kaffeeautomaten. Oh, das hasse ich ja auch, wenn Leute einfach so rumstehen vor dem Fahrplan zum Beispiel. Ja, ne, einfach da rumstehen mit dem Handy. Der Bahnsteig ist so groß, ihr könnt euch überall hinstellen. Warum müsst ihr euch genau da hinstellen, wo Leute auch tatsächlich hinwollen? Furchtbar. Na, die wollen wissen, Wagenreihung, wie ist das? Gibt es da ein Ziel oder ist das ein Endlos-Game? Ehrlich gesagt wissen wir das nicht. Wir könnten uns vorstellen, dass wenn die Laune der Fahrgäste ganz unten ist, dass wir dann verloren haben. Könnte aber auch ein Endlos-Game sein. So. Ist jetzt die Treppe abgerissen? Nein. Noch? Überall hin. Überall hin. Am Fahrplan kann man sich anlehnen. Nee, du kannst dich überall anlehnen. Du kannst dich an jeder Mauer, an jedem Pfosten überall anlehnen. So. P1, der weiß nicht wohin. Zielausgang der oder Bahnlinie Unbekannte benötigt Informationen. Ja. Ach so. Ja, die sind halt noch nicht fertig, die Informationstafeln. Das ist ein gottverdammter Scheißstudent, ganz ehrlich. Oh, ey, ich hasse sie. Furchtbar. Dann google den Scheiß doch. Ja, ohne Witz. Du kannst heute einfach googeln. Wir sollten eine gute App rausbringen. Ja. Das sollte Tag 5 sein. Bring eine vernünftige App raus. Das sind null Mauern und null Pfosten bisher. Guter Punkt. Können wir momentan aber auch noch nicht bauen. Plattform ist gebaut. Guck mal. Was ist mit dir? Tourist. A2 weiß wieder nicht, was war. Auf dem Weg zur Informationstafel. Ja, da findet er auch gleich eine. Aber guck mal, das ist auch die Sichtweite, ne? Ja. Wir müssen auch gucken, wie das Sichtfeld von den Leuten ist. Ja, wir brauchen noch mehr. Das von überall muss mindestens eine Infotafel gesehen werden können, glaube ich. Wow, das ist echt, das ist herausfordernd. Wir machen noch hier eine hin. Information ist das Wichtigste. Was ist überall mit dir? Überall. Verlaufen. Shit. Ja, ist nicht unser Problem. Manche Leute sind einfach dumm. Hier ist doch eine Information. Ist die noch nicht gebaut? Ach, da ist die, ne? Komm, wir machen hier noch mit. Dass die auch immer 1,5 Stunden brauchen für ihre scheiß Informationen. Guck mal. Geil. Geil. Love it. Love oder? It. Love it. Da dürfen halt nur keine Leute stehen bleiben dann. Wieso kann ich das jetzt nicht Enter machen? Überlagerung steht da. Wahrscheinlich ist es zu nah an der Treppe dran. Aber das finde ich gar nicht so dumm. Weil sonst wirklich die sich den Platz wegnehmen. Ach so. Finde ich gut. Ja, okay, dann hier. Guck mal. So. Zack. Was ist mit dir? Weiß auch, da ist doch überall was. Ja, wir haben das halt ein paar Stunden laufen lassen, bevor wir angefangen haben, Informationstafeln zu bauen. Was ist dieses mit dem Gelben hier? Ich glaube, das ist alles, was der schon gesehen hat, der Passagier. Ah, okay. Also überall, wo er schon war. Nach B5. Ja, ist er auf einem guten Weg. Student nach B5. Warum weißt du das nicht? Ja, mein Gott, die Studenten, ey, ohne Witz. Wirklich, ey, ihr seid doch Akademiker. Ihr wollt euch in einem gottverdammten Uni-Gebäude zurechtfinden. Wie wollt ihr das machen, wenn ihr euch noch nicht mehr in der U-Bahn zurechtfinden könnt? Vor allem, das sind dann so Studenten irgendwie seit 2 Tagen in der Stadt und, oh, hier ist es so unübersichtlich. Schau es dir mal an. Das habe ich gemacht, als ich da in die Uni gezogen bin. Einen Tag nehmen und einfach mal U-Bahn angucken. Ja. Einfach mal überall hinlaufen, jede Treppe hoch, jede Treppe runter, alle Schilder an. Mhm. Und ab dann hast du den Rest deines Studiums, also alle 36 Semester, einfach deine Ruhe, du weißt, wo alles ist. So. Nehmt euch diesen einen Tag, gönnt euch Tag 0. Wenn ihr irgendwo neu in der Unistadt seid, gönnt euch den Tag 0. Und macht einfach mal einen Tag, wo ihr euch einfach mal orientiert. Ja. Ganz ehrlich, ne? Den Weg zuerst die Hütte direkt finden, aber in der U-Bahn nicht. Oh, da ist aber eine Treppe noch nicht beschildert.
Im B-Segment. Ja, genau da. Wo führt die denn hin? Zu einem der B-Ausgänge, musst du gucken. Ja, guck da ganz genau hin mit seinen Kraneaugen. So, wie mache ich das? Bestätige ich das jetzt? Ja, einfach wegklicken. Aber jetzt führt er zu zwei. Du hast jetzt zwei ausgewählt. Stopp, du musst da nochmal ran. Genau, du musst wieder einen wegmachen. Sonst ist absolute Verwirrung. Ich meine, jeder, der dieses Spiel spielt, wird aber auch ein Spiel gemacht haben, wo man absichtlich versucht, seine Leute in Irre zu treiben, oder? Aber zu gucken, mal viel Glück an denen, der ankommt. Das sollte die Bahn mal machen, so aus Scheiß, am 1. April alle Schilder umhängen und die Leute einfach in die Irre treiben. Das, glaube ich, kommt richtig gut an. Hashtag Platz da, mittlerweile komplett eingeschlafen. Wirklich? Am unteren Rand, Overlays benutzen ist sehr hilfreich. Und Rolltreppen ist auch noch ein Thema. Bald kommen Touristen und alte Menschen. Leute, keine Spoiler, bitte, bitte keine Spoiler. Wir wollen nicht wissen, was gleich kommt. Wir versuchen uns auf die aktuelle Situation. Ich baue jetzt mal eine Rolltreppe. Rolltreppe hoch. Ja, aber richtig schnell. Nee, Rolltreppe runter. Und zwar hierhin. Geht das? Das überlagern? Weiß ich nicht, ob das geht. Daneben, hier. 1000 Euro. Bist du denn jemand, gehst du Rolltreppen oder eher die normalen Stufen? Nee, ich gehe die Rolltreppe. Echt? Ja, ja. Weg. Wie geht das denn jetzt? Wie mache ich das denn? Ja, ich glaube, bestehende Straßen kannst du nicht nochmal verändern. Aber ich kann doch anbauen. Du kannst anbauen, ja, ohne weiteres. Weil ich will jetzt... Komm, ich mache erstmal hier hin, zack. Ist nicht das Beste einfach eine riesige Plattform? Habe ich ja auch schon drüber nach. Ohne Wege? Wie drehe ich den Scheiß nochmal? Mit dem Nöpel. Du greifst den Nöpel und drehst rum. Die Spitze da. Okay, warte. Greif die Spitze. So klein. Also, ey, experimentell, was du da treibst. Was genau wird das? Ich meine, mir gefällt's. Ich finde das gut, wenn das so auch architektonisch so ein bisschen so einen modernen Flair hat. Wie ein Kunstwerk, wie ein Künstler macht das. Na, muss noch ein bisschen. Ja. Ja, perfekt. Wieso ungültig? Hier ist ein Dreiecks. Wieso ungültig? Ja, weil es keine Fläche hat. Okay, das Projekt verschieben wir. So. Was ist hier los? Oh, jeder Bahnhof braucht einen Sunnyfair, schreibt André Guardian. Habe ich in meinem Leben noch nie benutzt. Schon mal gesehen, aber noch nie benutzt. Was ist hier? Click it. Tourist auf dem Weg zu. Zur Informationstafel. Er steht direkt davor. Er steht direkt davor, wirklich? Okay, hier. Was ja, ist mit gut. dir? Manchen, es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz. Hier verlaufen. Boten. Okay, komm, wir machen hier noch eine Informationstafel hin. Wir müssen hier direkt hin, zack. Alles voller. Zack. Also diese Musik. Also entweder wird sie uns nach ein paar Mal wirklich richtig auf die Nerven gehen oder wir sind einfach so drin im Flow. Wirklich. Das ist der Station Flow. So, aber guck mal. Ich sehe hier gerade keine unzufriedenen Leute, ne? Ne, alle perfekt, alle gut drauf. Alle gut drauf. Nur das mit der Rolltreppe ist natürlich hier ein fataler Fehler. Also es sind wirklich einzelne Songs. Einzelne abgetrennte Tracks, ja. Die sich immer wiederholen. Ballert die, kauft ihr euch die Playlist. Wir stellen die Playlist online, vielleicht brauchen wir aber auch eigene Playlists. Können wir auch mal machen. Falls ihr Bock habt, uns eine GEMA-freie Playlist zusammenzustellen für Station Flow, mach das einfach mal und dann können wir auch die Playlists bewerten und online stellen. Wir versuchen, solche Formate immer weiterzudenken. Wie können wir ein Let's Play-Format gleichzeitig zu einem DJ-Format machen? Ja. Es ist ja so, freust du dich auf Metal Gelöt, das Format zum Thema Metal-Musik? Ja. Sollten wir dem nicht ein Elektro-Format entgegenwerfen? ja, auf jeden Fall. Aber kennen wir uns aus mit Elektro? Nee. Deine Plattformen sind echt experimentell. Informationen. Mit der Suche nach Informationen verbrachte Zeit. Manche Passagiere benötigen Informationen, um ihre Zielausgänge oder ihre Bahnlinie zu bestimmen. Okay, davon haben wir zu viel Zeit verbracht. Ja, das war jetzt, weil die halt noch gebaut werden. Okay. So, das passt. Neuer Tag. Was geht ab, Leute? Was brauchen wir?
Ich glaube, es gibt keine neuen Probleme. Okay, dann baue ich jetzt noch mal hier diese schmale... Bau das mal. Guck mal hier, zack. Warum geht's bei dir denn immer ins Dreieck direkt rein? Und rein da. So, den hier, den reißen wir ab. Weg damit. So. Ja? Der Kaffee, der stand da im Weg. So. Neue Aber Kaffee. Die Verbindung willst du nicht wagen, oder was? Nee. Das ist Quatsch. Beziehungsweise. Okay. Beziehungsweise, du hast nicht ganz unrecht, lieber Florentin. Könnten wir das wagen? Wir machen hier noch mal einen schmalen Weg. Zack. So eine Abkürzung oder was? Aber für, ach so. Ja. Wie es bei dir direkt ins Dreieck geht, instant. Kannst du, ich glaube, du kannst auch näher zoomen, oder? Damit du das so ein bisschen besser greifen kannst. Ach ja. Zack. Alter, die Mucke. Das ist jetzt wirklich so ein mehrdimensionales Objekt, das du dazu. Das. Kannst du tun. Warte, ich muss das erst woanders bauen. Guck mal, ich mach nochmal. Nee, mal schon hier hin. Ich liebe RBTV, hier wird man nicht von Gamern informiert, sondern man informiert die Gamer. Geiles Konzept, ja. Wir sind die Ahnungslosen, ihr müsst uns was über Videospiele beibringen. Ja, so ist es ja auch. Ihr könnt aber auch natürlich unter dem Hashtag Platz da ein bisschen was rausballern. Mal zum Thema U-Bahn. Warum sind die Menschen in Deutschland eigentlich zu inkompetent, sich auf der Treppe nach außen zu stellen, damit man schnell dran vorbei kann? Gibt wenige Dinge, die mich näher nerven. Ja, das Problem ist halt immer so, Leute, die irgendwie so soziale Kontakte haben oder Freunde oder auf einem Date sind oder irgendwie sowas, die dann immer, oh, wir wollen zusammenstehen, wir wollen reden auf der Rolltreppe, ja. Die vergessen, dass es im Leben einfach nur um Effizienz geht. Die haben solche Dinge wie irgendwie soziale Gefühle oder so ein Kram, die ihnen einfach im Weg stehen, gute Mitmenschen zu sein. Das widert mich an. Okay, Florentin. Aber ist dein gutes Recht. Guck mal hier, jetzt pass auf jetzt. Jetzt wird's geil hier. So. Jetzt nämlich machen wir hier noch eine Informationstafel hin. Zack, die Bohne. Zack. Jawohl. Ah, da muss mindestens ein Schild einhängen. Ja, wie machen wir das Schild nochmal? Auch ganz links. Ganz links auf der Plattform, ja, und dann. So. Der Pfeil. Zack. Wie kann ich den Pfeil jetzt ziehen? Darauf klicken, über das Orange. Über den orangen Kreis, genau. Den orangen Kreis kannst du immer drehen. Und jetzt geht's hier zum B-Ausgang. Und, nochmal. Zack. Zack. Plattform? Oder wie? Hä? Wie kann ich das jetzt hier auswählen? Ja, das weiß ich oft nicht genau, wie man Sachen editieren kann, aber. Nee. Plus. Ja. Ah, ja, genau. Plus. Ja, zack. Welcher Ausgang ist hier? Okay, Cricket schreibt jetzt was. Hast du aber auch die Leute, die sich auf der Rolltreppe unbedingt vorbeiquetschen müssen und wir beide fast den Abflug machen. Hier muss ich widersprechen. Wenn sich oft Leute an dir wieder vorbeiquetschen und dich das nervt, bist vielleicht du das Problem. Sorry, es ist ein ehrliches Format. Wir versuchen hier Probleme zu lösen und dicke Bretter zu bohren. So. Und wenn es dich nervt, dass sich Leute an dir vorbeidrücken, stehst du wahrscheinlich falsch. Achte, du musst so stehen können, dass Leute an dir vorbeigehen können. Also hier, Cricket, bin ich leider nicht auf deiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir, jetzt will ich mal sehen, ob. Wird unsere Rolltreppe eigentlich angenommen? Ich weiß es nicht. Die fährt ja nur runter. Die fährt nur runter, ne? Scheiße. Können wir die Richtung ändern? Ah, natürlich hier. Ah. In Zeiten von Abstandsregeln finde ich es natürlich unnötig, wenn man sich vorbeiquetscht. Das ist natürlich völlig richtig. So. In aktuellen Situationen immer Abstand halten, ist klar. Aber ich dachte, hier werden allgemeine Befindsamkeiten kritisiert. Die Leute wussten nicht, wohin die Treppe führt. Deswegen hat die keiner benutzt.
Die meisten Leute müssten halt auch mal sagen, dass sie durch wollen. Nein, du musst dich so hinstellen, dass Leute vorbeikommen, ohne dich extra ansprechen zu müssen. Das ist deine Verantwortung. Die perfekte U-Bahn-Station müsste man kein einziges Wort miteinander wechseln, weil jeder so steht, dass alle vorbeikommen. Auch hier, stopp, muss ich sagen, ich bin nicht auf deiner Seite. Warum weiß der nicht, wo A3 ist? Check ich nicht. Da ist eine gottverdammte Infotafel. A3? A3? Nee, das sehe ich nie ein. Es benutzt keiner unserer Rolltreppen. Nee, vielleicht sollte die aber auch hochführen. Aber hat die Rolltreppe eigentlich nochmal ein eigenes Schild? So wie die normale Treppe? Ja, das habe ich jetzt hier eben gemacht. Das geht zur Plattform. Aber wir wechseln mal Dings. Ja, aber die Rolltreppe geht doch von unten nach oben. Nee, kommt drauf an. Ja, guck mal, aber unten ist kein Schild. Die Rolltreppe hat unten noch kein Schild. Ja, noch nicht. Pass auf. Ist es jetzt A3. Bei... So. Ja. Ja, A3 ist der am meisten frequentierte heute. Genau. Rolltreppenregel, stehen, nicht gehen. Na? Also, ich würde sagen, ich verstehe das Argument zu sagen, eine Rolltreppe ist dafür da, dass man entspannt hochkommt. Wenn es eine Treppe gibt und daneben eine Rolltreppe, kann ich verstehen, dass man sagt, Rolltreppe für die Treppe nicht gehen wollen. Ja. Und die es eilig haben, rennen die Treppe hoch. Aber es gibt ja oft Situationen, wo es zum Beispiel nur eine Rolltreppe gibt, keine normale Treppe. Da würde ich auf jeden Fall sagen, nein, da muss man auch vorbeilassen können. Ich würde generell sagen, stell dich, wenn es geht, so hin, dass man vorbeikommt. Auch wenn es eine alternative Treppe geht, immer. Ja. Du kannst nicht von Leuten erwarten, dass wir auf Rolltreppen nur stehen. Das ist einfach deine Sicht der Welt, nicht die von allen. Es wollen einfach Leute durch und die haben auch ein Recht, da durchzukommen. Rechts stehen, links gehen ist natürlich auch nochmal, das können wir auch nochmal hier absolut darstellen. Das ist natürlich völlig richtig. Rechts stehen, links gehen ist eine Grundregel dieses Formats. Genau, und Leute mit großen Koffern, bitte einfach immer die Treppe benutzen. Ja, mit Kinderwagen bitte immer die Treppe benutzen, ist klar. Niemand benutzt unsere Rolltreppe, ich sag's wie es ist. Aber warum nicht? Ah, vielleicht müssen wir nochmal, guck mal, wir machen hier nochmal ein Zeichen hin. Unten, du bist falsche Plattform? Falsche Plattform? Falsche Ebene? Oh! Da den Hockey! Okay! Sehr gut! Nee. Hä? Wie drehe ich das? Vielen Dank für den Hinweis aus dem Chat. Nicht politisch rechts stehen. Das ist absolut richtig. Ja. Aber ansonsten auf Rolltreppen. Rolltreppen sind der einzige Ort, wo man rechts stehen sollte. Wie drehe ich? Immer mit dem orangen Kreis. Hier ist keiner. Doch, orange. Dann setze ich das um. Vielleicht musst du erst eine Beschriftung auswählen. Okay. Es ist aber fummelig. Es ist wirklich fummelig. A3. So, wir haben das erste Bild von einem Gehwegsünder, der im Weg steht, nicht vorbeilässt. Absolut zu Recht hier den Finger gehoben. Das geht gar nicht. Also wie der hier im Weg steht, da sind die eng geparkt. Ja, Mülltonne steht auch noch draußen, können wir auch mal drüber reden. Ob das eine geile Idee ist, Mülltonne auf die Straße stellen. Aber wer hier auch noch direkt im Weg steht, also wirklich, shame on you. Shame on you. Vielen Dank für diesen Hinweis, für diesen Platzsünder, Hashtag Platzstar. Könnt ihr gerne eurer Wut Luft machen. Ich check's. Ist eh nichts los bei uns, aber... Ich probier's jetzt noch einmal. So. Ich will jetzt hier ein Schild bauen, ja? Ja. Zack. Ja. Ja. Hinklicken. Ja. Jetzt will ich drehen. Ja. Jetzt versetze ich es wieder. Dreh es vielleicht erst? Nee. Du musst erst beschriften, dann drehen? Ui. Jetzt. Okay. A3. Alright. Sehr gut. Let's go.
So. Da kann man doch nichts sagen, oder? Wie geil ist es? Ah, nee, doch, hier. Er ist unzufrieden. Was ist mit dir? Aber niemand rimmt die Rolltreppe. Ja, noch nicht. Himbeerhasi schreibt, ist dieser U-Bahnhof jetzt ein Kreis, ein Dreieck, ein Viereck oder sogar ein Stern? Ich würde sagen, es ist ein klassischer Stern. Es ist ein Exot, weirde Leute, niemand will hin, manchmal wollen extrem viele hin. Klassischer Stern. So, neuer Tag. Sieht gut aus. Mhm. 10 von 10 Eingängen. A plus. Zwei, nächste Seite. A plus. Der Bahnhof wurde erweitert. Die folgenden Verbindungen sind jetzt verfügbar, um eine bessere Wertung zu erhalten. C1, C2. Die Passagiere benötigen jetzt, klar, aufs Klo. Du kannst jetzt bauen. Tür. Bauten müssen mindestens eine Tür haben. Was heißt das? Wissen wir nicht, ne? Toilette deckt das Toilettenbedürfnis. Na gut. Ja. Ich glaube, eine Tür ist ein Eingang zu einer Baut, wie zum Beispiel einem Toilettenbaut. Ja. Das, pass auf, darum. What the fuck? Wie weit sind die denn weg? Ach nee, die sind noch mal eine Stufe tiefer, oder was? Ja. Die sind schon auf Eisbergebene. Wie komme ich da hinten? Das ist zweites Untergeschoss, oder wie? Ich komme da nicht hin. Was? Ich will da hin. Runter, runter? Wie runter? Ja, runter mit C. Und was ist F? CC. F ist hoch. Ah. C ist runter, F ist hoch. Okay. Ah, easy. Ich glaube nicht, dass das ein hohes Bedürfnis sein wird. Nee, normale. Sowas, genau. Zack. Warte mal, wo leiten wir die jetzt hin? Da machen wir eine Treppe hier hin, oder? Nee, hier. Ja, oh, das ist geil. Das ist gut. Die Kopftreppe. Geil. Ja. Yes. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so dumm, sich an echten Bahnhöfen einfach zu orientieren, ne? Ja, wirklich. Zack. Erfahrungsgemäß würde ich erst die Treppe bauen, dann die Plattform an der Treppe und dann die Gänge zu den Ausgängen. Alles klar, Florentin. Ich nehme dich. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Weil die Treppe ist ja das starrste Element von der ganzen Konstruktion. Deswegen Verbindung, Treppe, Treppe, normale Treppe. Mach da jetzt Mario-Treppen, oder? Oder immer, egal. Okay. Warum kann ich jetzt nicht bauen? Vielleicht falsche Richtung? Nicht. Oh, doch, geht. Zack. Jetzt. Du musst auf die Ebene achten, ne? Ich glaube, du bist nicht auf der richtigen Ebene. Du hast völlig recht. Da muss man ein bisschen reinkommen, Fabian. Es ist wirklich frickelig. Wer entscheidet eigentlich darüber, in welche Richtung die Rolltreppe geht? Fabian Mauritius Krane. Das ist sein Name. Und so kann er entscheiden, in welche Richtung es geht. Das ist eine Macht, die man hat, wenn man dieses Spiel spielt. So, wir können mal auf Twitter gucken, was allgemein los ist. Hier, ein Haus am See mit privatem Seezugang. Unterschreib. Seezugang. Also Leute missbrauchen den Hashtag schon für irgendwelche Petitionen. Das ist ein gutes Zeichen, dass unser Hashtag ankommt. Momentan trendet, aber noch nichts. Also die Trends verschmähen uns noch. Wie schaut's aus bei dir? Wow, das sieht schon wieder experimentell aus. Ich habe per se nichts dagegen. Mhm. Ich meine, klar, wenn wir so eine Szenehauptstadt wie Berlin sind, da kommt sowas natürlich auch gut an. Ja, natürlich. Guck mal. Jetzt machen wir hier noch eine schöne Informationstafel hin. Zack. Zack. Und dann die führt auf die Plattform. Zack. Zack. Und zack. C. Zack. Und jetzt kick it. Hä? Ja, die müssen noch gebaut werden, ne? Muss noch gebaut werden, easy. Passt schon. Passt schon. Ansonsten gibt es Toilettenbedürfnisse. Oh, hast du schon andere Toiletten gebaut oben? Nee, noch gar nichts. In dem Hauptraum, oder? Ja.
Hier, ne? Ja. Da, oder? Genau, und jetzt aber, glaube ich, muss es eine Tür geben zwischen. Die Frage, wie relevant jetzt das ist, in welche Richtung die Toilette gebaut ist. Können wir gar nicht bauen, guck mal. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil da das Schild ist. Ja, aber mach's, aber das soll schon. Ja, aber genau da ans Ende. Wohin? Dann ein Stück runter. Hä? Es geht nicht. Ich glaube, du brauchst eine Tür erst, oder? Kann es sein? Brauch eine Tür. Geht auch nicht. Ich check's nicht. Ich check's auch nicht. Was ist hier? Das ist gebaut, ne? Ja, aber du musst ihn noch öffnen. Die CEs müssen geöffnet werden. Oha. Toiletten-Oktagon incoming. Hätte ich nichts dagegen eigentlich. Müssen wir hier noch was ausschalten? Da kommt Cash rein, $7, klingeling. Kling, 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 kling. Komm, wir machen hier noch ein direkteres Schild. Der Pfeil? Ein Pfeil. Und zwar zack. Erinnert mich stark an Montagsmaler gerade. Ja. Unsere Formate sind fließend auf Rocket Beans TV. Ja. Fuck, 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 fuck. Das muss weg. Sehr guter Kommentar hier auf Twitter von Klaus Plenner. Der schreibt, Thema Aussteigen, bitte nicht den Koffer direkt auf dem Bahnsteig abstellen, erst 2-3 Schritte aus dem Weg gehen. Absolut. Ich hoffe ja, dass wir mit diesem Format die Massen erreichen. Weil ich habe schon oft so eine Person gesehen, die den Koffer abstellt, sich umguckt und alles blockiert. Und ich denke mir, wie kann man diese Person erreichen? Also, welches Magazin liest diese Person? Welche Web-TV-Sender schaut diese Person? Wie kann man die erreichen? Und ich bin auf keine klare Antwort gekommen, weil ich weiß nicht, was die angucken. Ob das dann eher so ein ARD-Publikum ist, wo man da mal vielleicht irgendwie Musikantenstadel mit so einem Plakat irgendwie im Publikum sitzen müsste oder sowas? Weiß nicht. Schon wieder Applaus, Fabian. Du machst das fantastisch. So, jetzt brauchen wir. Oh, wir brauchen Rentner. Die folgenden Verbindungen sind jetzt verfügbar, um eine bessere Wertung zu erhalten. Q1, Q2. Ja, okay. Also Bahnhof geht nur bis Sommer. Nur bis Sommer geöffnet. So. A, B, C, Q. Finde ich auch gut. Es besuchen jetzt Rentner, ältere Personen. Die Passagiere benötigen jetzt ein Ticket. Sind die vorher umsonst gefahren oder was? Finde ich du bei mir, ja. Kannst jetzt bauen. Ah, Fahrstuhl hoch, Fahrstuhl runter. Platz. Oh, Dreieckerplatz, da werden die Äuglein groß bei Fabian gerade. Der Dreiecksplatz. Riesengroß. Zip, Scheiße. Zip, zip, zip. Okay, jetzt A1 hat mehr Bedarf. Okay. Irgendwie haben wir immer noch. Ne, egal. Nein. Verdienen wir eigentlich Geld oder machen wir Verlust? Wir haben $160.000 Budget. Ey, das ist eine neue Linie, guck mal. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Ich mag diese Fels. Säulen da, die da irgendwie ja, ja, ja. So. Ist das nicht alles Fails außenrum? Aber ja, klar. Wer hat denn jetzt nochmal mehr Bedarf entwickelt? A3, ne? A1. Ah, hier, okay. Können wir das irgendwie unterstützen? Na, wir können auf jeden Fall schon mal eine Informationstafel bauen, wenn hier mehr Leute alles sind. Voller Informationstafel. So. Informationen sind, ist wirklich, ist the key. Ja. So. Jetzt haben wir, jetzt müssen. Ne? Klar. Ticket. Logo. Ticket brauchen sie. Wollen wir einfach an jeden Eingang ein Ticketautomat? Perfekt. Oder? Du, wir haben $160.000 zur Verfügung. Okay. Du kannst auch erst alle bauen und dann einmal alle bestätigen, ne? Aber. Echt? Ja, ja. Ich will dir da jetzt nicht in deinen Stil reinreden. Jeder findet ja so seinen eigenen Station Flow-Stil. Hä? Aber das geht doch nicht. Wie? Jetzt klick einfach den nächsten an. Nee. Nee, warte. Das ist Kaffee. Zack. Ja. Klick. Zack. Und nächster. Ach so. Okay. Ja, blöd, dass der nicht ausgewählt bleibt, ne? Aber gut. Zack. Das sind Details. Wir sind es gewohnt, uns mit unfertigen Spielen zu schlagen. Das können wir wie keine zweiten. Zack. Das ist doch richtig scheiße.
Man will sich das Game nur kaufen, um sich zu beweisen, dass man es besser kann. Absolut. Das ist unser Marketing-PR-Konzept. Ja. Kaufen und schlecht machen, dass die Leute sich so sehr aufregen und sagen, das kann nicht so schwer sein. Sich dann zu kaufen und sagen, ja, ich bin klug. Dann verbinden sie gute Gefühle mit dem Spiel. Das ist ideal. Nochmal ein. Ticketautomaten. Ich würde aber parallel trotzdem noch an der App arbeiten, ehrlich gesagt. Ich glaube, Ticketautomaten alleine, darauf sollte man sich heute nicht verlassen. Wirklich, das ist ja wirklich Relikt der Vergangenheit. Was würde aus dem Klo-Projekt? Darüber sprechen wir. Darüber sprechen wir nicht mehr. Komm, jetzt wird das mal gebaut hier. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht Enter machen? Moment mal, zu hoher? Was stand da? Geh nochmal über den Button, über den grünen, über den grünen. Enter. Aber da stand doch gerade was. Klick nochmal drauf. Klick drauf. Stand da nicht gerade zu hoch irgendwas? Nee. Aber dieses minus 3600 pro Tag, vielleicht übersteigt das unser Budget. Ja, vielleicht. Aber das kann nicht sein. Bei unserem Budget steht plus 10.000 pro Tag. Hä? Jetzt reiße ich sie alle wieder ab. Ja, klick mal, ob es jetzt geht. Mach einfach erstmal so. Ey, das kann. Oh, sorry, das tut mir leid. Nee, jetzt wird's gebaut. Ticketautomaten auf die Plattform. Auch gute Idee. Alles vollpflastern. Aber nee, das sieht man aber auch oft, dass sie auch schon am Eingang und so sind. Also, wir wollen hier auch ein bisschen Realitätsnähe bewahren. Also, was ist jetzt hier mit? Kriege ich das noch umgesetzt? Wie ist es abgerissen? Achtung, alte Leute können keine Treppen steigen und brauchen mindestens Rolltreppen. Boah, ist das brutal, ey. Okay, also. Wir müssen jetzt, wow, hier erstmal. Kleine, wow, Treppe. Wow, wow. Nee. Zack. Zack. Nee, das machen wir nicht. Zack. Zack. Bei dem Ticket geht es ums Umsteigen, deswegen auf die Plattform. Ah, ich glaube, man muss sich nur ein Ticket kaufen, wenn man umsteigen will. Weil wir haben ja schon bezahlt am Eingang, ne? Aber ich weiß noch gar nicht, auf welchem, U-Bahn-System, von welchem Land wir uns beziehen. Wir können hier auch eigentlich, finde ich mal, wieder die internationale Ecke aufmachen, dass wir sagen, falls ihr irgendwo in Japan wohnt oder so, wie funktionieren U-Bahn da? Zahlt man da am Eingang? Zahlt man am Ausgang? Braucht man ein Ticket? Gibt es Monatstickets? Was sind innovative öffentliche Verkehrsmittelkonzepte, Nahverkehrsmittel, die wir übernehmen können. Weil wir haben jetzt Scheuer da. Ja. Er sitzt da, um ganz ehrlich zu sein, so viele Aufgaben haben wir für ihn nicht. es ist schön, dass er da ist und er ist wirklich auch fleißig und kommt jeden Morgen pünktlich, aber spätestens, ja, klar, er dreht halt da mit seinem Lambo nochmal irgendwie eine Runde. Da ist er wieder. Schönes Wochenende. Du, Andi, komm ins Wochenende schön. Ne? Ja, komm, wir sehen uns lass Montag. Nur. Ciao, du. Aber manchmal müssen wir dem schon um 15 Uhr nach Hause schicken, weil wir nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja. Deswegen auch hier gerne meldet euch. andi@rocketbeans.de. Florian, ich habe jetzt hier gerade das Problem. Wir haben hier diese U-Bahn, diese ist auf derselben Plattform wie. Das kann ich ja erstmal bauen hier. Zack, 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 zack. 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 Wie diese U-Bahn-Linie. Ja? Ja. Dann brauchst du Unterführung oder Oberführung. So. Na, das geht nicht. Natürlich geht das. So. Komm, wir halten mal kurz an. So. Und jetzt muss ich die ja hier rüberführen. Ja, aber ich glaube, das geht nicht, wenn das auf derselben Ebene des Bahnsteigs ist. Also muss ich hier hingehen. Ja, wenn du überführen willst, ja. Unterführen wäre natürlich ein ganz anderes Thema. Da müssten wir noch mal ganz anders zusammenkommen. Aber ja. Überführung ginge. Zack. Und jetzt hinsetzen und Treppe runter. Genau, jetzt erstmal Treppe. Ich würde auch erst die Treppe bauen.
Ist das heute die erste Folge? Offensichtlich ja. Wir klicken uns auch so ein bisschen durch. In Singapur hat man eine Karte mit Chip, auf die man an jeder Station Geld laden kann. Bar mit Karte oder NFC über den Handyvertrag. Um zu den Gleisen zu kommen, tappt man ein und dann beim Rausgehen wird der entsprechende Betrag abgezogen. Der Betrag ist von den zurückgelegten Stationen abhängig. Perfekt. So soll es doch sein. Dass man nicht sagt, drei Stationen, vier Stationen, Tageskarte, sondern ich fahre, wie ich will und dann wird mir abgebucht, je nachdem, was ich gefahren bin. Mwah, toll. Singapur. Shoutout an Singapur. Shoutout, Singapur. Shoutout, Singapur. Geil. Geil. Richtig gut. In Paris ist das auch so. Ja, Paris. Stockholm, Einzelticket kostet immer gleich, egal wie weit man fährt. Einzelticket kostet immer gleich, egal wie weit man fährt. Das ist natürlich spannend. Aber dann muss, ja gut, dann muss es natürlich irgendeine Art Mittelpreis werden, ne? Ja. Damit bestraft man Kurzpendler. Und das liegt mir fern. Das liegt mir wirklich fern. Das liegt dir fern, hast du? Na gut. Zack, zack, zack. Jetzt wollen wir noch. Nee. C, C, C. Hier sind wir auf der Plattform. Sehr kritisch und politisch pikanter Kommentar hier von Martin Luther. Der schreibt, in Deutschland will man ja sein Bargeld behalten, weshalb auch immer. Also Anti-Bargeld-Populismus hier in der Kommentarspalte. Ja. Ist kritisch, ist ein heikles Thema. Ich blick hier, ich habe hier was gebaut, Florentin, ich blick schon nicht mehr durch. Guck mal. Guck mal, wir sind übrigens, ne, ganz kurz die Leute, wir sind hier gerade ein bisschen Micromanagement, aber also wir haben hier den Barstein. Ja, eine Überführung gebaut, ja. So, eine Überführung gebaut. Jetzt haben wir, wie schließe ich das jetzt an? Wo willst du das denn anschließen? Na, daran. Ja, aber das wäre dann doch dann eine Ebene drüber. Deswegen habe ich die Treppe gebaut. Nee, die sind schon auf der oberen Ebene. Die beiden blauen Ausgänge das sind heißt, auf unterschiedlich hohen Ebenen. Du brauchst keine Treppe, du kannst sie einfach miteinander verbinden. Okay, also das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel deine experimentellen Gänge. Ich könnte jetzt einfach zum Beispiel hier ja, rüberballern, ja. Wie klaustrophobisch es sein muss, in einem Gang zu laufen, der gegen Ende immer enger wird. Deswegen geht's den Leuten schlecht. Klaustrophobie. Stell dir das vor, so eine ganze, das ist wirklich eine Todesfalle. So eine ganze Rush-Hour geht in so einen dreiecksgeformten Gang rein und gegen Ende drücken die sich alle kaputt. Ja. Aber gut, das ist Fabian Kranes Architekturstil. Daran muss man sich halt gewöhnen. Ich kann es aber nicht weiterbauen hier. Guck mal. Klar. Achso, hier, zack. Ich ran da. So. Das geht nicht. Du bist ein Freund des Dreiecks. Zack. Ja. So. Jetzt haben wir noch. Können wir das irgendwie abreißen hier? Dass die alle immer so auf einen Schlag kommen, ist schon hart, ey. Ja, pass auf. Jetzt machen wir natürlich hier mal ein Schild hin. Zack. Schild noch. Dahin. So. Jetzt. Gehen wir mal eine Ebene runter. Und zack, 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 zack. Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Ich check hier gar nichts mehr. Ich glaube, du musst erstmal deine Ebenen sortieren. Du musst checken, wo die Ebenen sind. So. Ja, du willst sie erst verbinden und dann mit der Treppe hoch, oder wie? Ach so, nee, stimmt ja gar nicht. Ich kann ja auch einfach hier. Nee, das ist ja Bullshit, was ich mache. Fabian Krane! Ich glaube, du musst erstmal, check erstmal die Ebenen ab. Check erstmal genau, welcher Ausgang auf welcher Ebene. Hier nämlich. Ist. So nämlich. Oh. So, und jetzt wird da. Jetzt muss ich eine Stufe höher gehen. Yes! So nämlich. Da sind wir doch. Bin gespannt, wie sich das noch über den Verlauf des Let's Plays entwickelt. Schreibt Blauer Gruselbär. Vielen Dank. Hashtag Platz da ist jetzt offensichtlich unser offizieller Hashtag für das gesamte Format. Finde ich gut. Hashtag Platz da. Da kriegen wir natürlich auch ein bisschen Laufkundschaft aus anderen aktuell kursierenden Diskursen.
So. Ah, das ist Wochenendstimmung, Freunde. Ich habe auch richtig. Oh, Bock. Alter, jetzt gleich im Club nochmal so richtig abdancen. So richtig die Woche vergessen. Ja. So wirklich nochmal komplett einfach. Oh, der Chef. Aber ich, Alter, ich gebe Gas hier. Michael Petrescu. Aber ich gebe Gas, Freunde. Ich bin auf dem Dancefloor. Da bin ich der Michael Petrescu. Ja, da gibt's nur mich. Da bin ich Sendeleitung. Zieh mal hoch die Nummer, Paul. Geil, gib mal richtig Gas, Mensch. Wochenende! Ah, ist das herrlich? Ist das ein Traum? Einfach mal die Woche vergessen. Welchen Monat haben wir? Welches Jahr haben wir? Und dann mal schön nochmal raus. Noch mal an die frische Luft. Ja. Und nochmal schön mit einem guten Kumpel nochmal so ins Fein Sangria. Sich schön nochmal in Sangria reinpfeifen. Ah, okay. Oh, ist das herrlich. Ah, oh, Freunde. Ich glaube, die Musik gefällt mir. Da hol ich mir die Playlist auf jeden Fall. Station Flow Playlist. Schön für heute Abend noch im Auto, schön nach Bregenz oder so. Keine Ahnung. Und da einfach mal den schmutzigsten Club suchen und einfach mal abgehen. Ja, und einfach mal den Tag vergessen. Ja! Oh, warte mal, warte. Herrlich. warte mal. Oh, shit. Was? Okay, pass auf. Nicht beschilderte Treppen. C4. So, also, zack, C4. Die wissen nicht, wo es hingeht, weil das noch nicht gebaut ist. Gut, das können wir. Was habt ihr gegen Bregenz? Nichts. Ich weiß nicht mal, wo Bregenz ist. In Österreich. Konstanz, Bodensee. Ach was? Jawohl. Bist du eigentlich noch mit meiner Konstanz-Crew in Kontakt? Irgendwie gibt's da noch Verbindungen? Nee. Kontakte gekappt. Ja? Ja. Komplett aus deinem Leben getilgt, Konstanz. Ja. Ist dir ein bisschen peinlich, die Zeit damals? Komm, wollen wir nicht mehr darüber reden, oder? Okay, ist klar, gut. Gut. Okay, C5. Gibt's in dem Spiel auch einen First-Person-Modus? Also, dass man sich in einen Fahrgast reinversetzen kann, das weiß ich gar nicht. Vielleicht, wenn man mal so einen Fahrgast anklickt, vielleicht gibt's da eine Möglichkeit. Aber taggt halt die Entwickler. So. Wie heißen die Entwickler denn? So, Station Flow. Wie heißt der Entwickler? Entwickler DMM.com. DMM Games. DMM Games. Oh, japanische Firma. Mhm. DMM.com. Gut, ist natürlich jetzt. Ah, okay, gut. Ich glaube, da ist der Kundensupport. Okay. Da ist der Kundensupport eher. Kundensupport eher schwierig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir da an die richtige Strippe gelangen. Aber gut, Leute, es ist Wochenende. A1P. Ach ja. What the fuck? Ältere Person steht da, verlaufen. B2 ist hier. Und wo wollen die hin? Nach P2. Ach, es gibt keine. Ruf doch mal an. Bei DMM Games. Okay. Ich glaube, wir müssen Fahrstuhl machen. Punkt JP, immer gefährlich. eine der ersten 10 Regeln des Internets. Internetseiten, die auf JP enden, immer ein Risiko. Man weiß nie, was da passiert. Warte mal. Ganz kurz. Ich gehe noch mal kurz. Ich mach das mal nicht. Aber wir müssen gleich Fahrstühle bauen, Florentin. Ja, weil die alten Leute überall hängen bleiben, ne? Mhm. So. Der will aufs Klo. Das können wir schon mal nicht bedienen. Du hast vor allem auch so viel Cash. Einfach hau einfach raus. Lass die Fahrstühle springen. Ich glaube, ich habe das Problem. Ich lasse es auch einfach immer so. Ich lasse es auch immer geschehen, ne? So, Fahrstuhl runter. Warum kann ich den hier nicht bauen? Hä? Ich will den hier bauen. Wieso geht das nicht? Zack, 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 zack. Ha. Unbefriedigend. Aber hier doch, oder nicht? Ja. Die Toilette, oder was? Nee, den Fahrstuhl. Fahrstuhl. So, zack. Fahrstuhl 1. Zack.
Nächsten Fahrstuhl machen wir hier hin. Ach, aber das sieht doch gut aus. Ah, die sind einfach zu bauen. Zack. 2000. Ein Fahrstuhl kostet 2000, ein Kaffeeautomat kostet 1500. Ja. Das sind schon merkwürdige Preise. Also ich hätte jetzt gesagt, ein Fahrstuhl ist locker 100 mal so teuer wie ein Kaffeeautomat. Und Fahrstuhl hoch brauchen wir ja auch. Wie, die gehen nur in eine Richtung? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Ha. Nö, dann nur eine Richtung. Komm. Nö, ja gut. Er versucht das mal mit den Toiletten irgendwo zu bauen, wo schon Platz ist, nicht außerhalb der Map. Ach so, das meinst du. Toilettenhäuschen, also hier hin. Ja. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, mit einfach mitten reinbauen. Das blockiert jetzt halt ziemlich viele Sichtlinien. Aber du kannst ja erstmal die Plattform erweitern. Genau. Mit einem Platz. Mit einem schönen Sechseck. Nice, guck. Das ist echt eine Form. So. Du und deine Form ziehen. So. Nee, der ist nicht zulässig. Doch. Good. Perfekt. So. Eins. Guckt euch das mal an hier. So, jetzt da mal schön eine Toilette rein und dann brauchst du noch eine Tür. Ja. Jetzt hier eine Toilette rein. Reinknattern. Zack. Kann ich noch nicht, weil wahrscheinlich Plattform noch nicht gebaut. Ne? So, was habt ihr hier? Was ist los? Ey, was ist dein gottverdammtes Scheißproblem? Verlaufen. Ja, dann machen wir mehr Schilder. Aber das ist eher so ein bisschen slow, einfach so ein bisschen zum Reinkommen, so ein bisschen transig. Das ist wahrscheinlich der exakt gleiche Track wie gerade eben. Ich brauch mehr Schilder. Wie viele Songs brauchen wir für unser Spiel? 4? Reicht, oder? 4 reicht. Ältere Personen nach P1 unterwegs, ja. Du kannst halt nicht, ja, okay. Funktionieren Ampeln in dem Spiel, Sensibles Thema, Das ist ein Troll. Lol, okay, raus. Ich dachte, raus. Lol, sagst du. X-Schmollex ist gebannt. Okay, geil. Kann ich das eigentlich? Das ist so geil, Speichern oder? Unter? Nee. Was ist mit dir los? Ich speichere dich weg, Schmollex. Ach, das ist immer noch nicht gebaut hier. Können wir das mal unspeed? Okay, ich schließ. Stopp. Ich schließ die Bahnhöfe hier. Okay, Leute. Oh, sind das jetzt die C? Hast du die abgerissen alle? Ich hab's jetzt geoffen. Nee, ich hab's. Ach nee. Ja, okay. Hä? Ich glaube, jetzt sind die Schilder jetzt weg. Nee, Schilder sind da. Hast du oben auch Schilder? Okay, aber wo führt das hin? Ah, jetzt ist gebaut. Aber was ist hier mit der? Ich check, ganz kurz. Warum geht hier keiner runter? Eigentlich. Stopp. Oh, guck mal, wir verlieren gerade. Wir haben nur noch eine Minute. Willst du das mal wirklich ausprobieren, ob wir verloren haben, wenn wir wirklich, wenn alle unzufrieden sind? Jetzt einfach nur mal als Test. Oder geht das gegen deine Ehre? Ah, wie geduldig die sind. B. Alle Treppen abgerissen. B. Geht. Also, im Verhältnis? Ey, es ist mir echt fast ein bisschen. Also, es ist doch super komplex. Lass uns das Spiel nochmal zu Ende treiben. Mach jetzt einfach gar nichts mehr. Okay. Und wir gucken, was passiert, wenn die Stimmung ganz am Boden ist. Ja, gib richtig Gas. Ach. Jetzt, die resettet nach jedem Tag. Okay, ja, dann ist dann. Das kann man ja gar nicht verlieren. Nee, doch, mach euch.
Das schaffen wir nicht mehr. Doch, reiß noch mal alle Treppen ab. Ich will sehen, was passiert. Ob man wirklich. Wir müssen, um dieses Format zu verstehen, wann man verloren hat. Ja. Du kannst den Bagger links unten, den roten nehmen. Reiß einfach mal alles ab. Selbst das ist kompliziert. Ja. So nämlich. Ja, gut. Und jetzt gehen wir mal hier. Lass den Zorn durch dich spüren. Lass ihn durch deine Adern fahren. Einfach alle Treffer kommen. So nämlich. Einfach alle Treppen weg. Ja. So, jetzt Vollgas. Ist schon Vollgas? Ja. Und jetzt einfach hier das hier weg. Ja. Zack! So, und jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen, die Laune so runterzubringen. Geht immer nicht schnell. Wie fucking geduldig die sind! Ja. C ist jetzt komplett zu, ne? Ja. C kommt keiner. Willst du die mal aufmachen? Wo? Was? C, die blauen ganz unten, die aufmachen, die sind jetzt zu. Okay, warte, zack. So. Die Ebenen sind, die machen einen wahnsinnig, ne? Das ist wirklich, mit den Ebenen ist wirklich kompletter. Schaffen wir das? Ja, es ist 14 Uhr. Die Laune ist halb weg. Wie fucking geduldig die sind. Ja, aber das kann man doch nicht verlieren. Aber man kann aber, ey, lass uns doch mal beim nächsten Mal die Unzufriedenheit der Leute auf maximal. Ja, und dass es wirklich schwierig ist. Hey, guck mal, wir können ja echt nie verlieren. Wir können nicht verlieren. Vor allem, wenn sich das nach jedem Tag resettet, ist ja unmöglich. Obwohl, jetzt kommt Rush Hour. Yeah. Hä? Im 1200 Ende, Leute. Wahrscheinlich, ich mach noch mal einen Kaffeeautomat weg, dass wir es rausreißen. Oder? Ja. Da kauft eh keiner ein. Sag weg damit. Ah, die lieben den Octagon-Platz. Guck mal, da passiert gar nichts. Krass. Krass. Obwohl wirklich alle unzufrieden sind gerade. Lösch die Leute. Lösch einfach weg. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es. Wir schaffen es echt nicht, das Spiel absichtlich zu verlieren. Das ist schon meine Aussage. Ja. Es ist wirklich. Jetzt geh doch mal weg hier. Ich glaube, den Bahnsteig kannst du nicht löschen. Doch, das schaffen wir noch. Fuck, Alter. F. Errungenschaft freigeschaltet. Leute, was war unsere erste Session Station Flow? Komplexes Spiel. Also anderes Niveau auf jeden Fall als Mini-Metro und Mini-Motorways. Viele Ebenen, viele verschiedene Gebäude. Es geht schon eher in die Richtung Rollercoaster Tycoon, sowas in der Ecke. Wir müssen mal gucken, aber wir haben mit Mini-Motorways auch 20 Folgen gebraucht, um warm zu werden. Von daher mal gucken. Ansonsten haut rein, nutzt weiter in den Hashtag Platz da. Genau. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, das Einzige, was ich nicht will, ist mit dem Format wieder den Momentum verpassen. Nee, ja, aber gut, dass wir jetzt aufspringen auf diesen Hype. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal rechtzeitig und können die Welle mitnehmen. Genau, alles klar, Freunde. Kommentiert fleißig, liked die Scheiße aus diesem Video raus und wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen Platz da auf Twitter trenden lassen und seid nett zueinander. Passt auf euch auf. Das ist Florentin Will, mein Name ist Fabian Krane. Rockbeans TV. Ciao.